Ja, wer heute früh noch nicht genug Vorfreude auf die Veranstaltung hat und den Beginn dieser Veranstaltung, hat ihn dann vielleicht jetzt in den letzten Minuten. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich im Landtag Nordrhein-Westfalen zum Klimakongress der Grünen Landtagsfraktion. Es ist die bislang größte Veranstaltung in der Geschichte der Grünen Landtagsfraktion und ich bin total glücklich zu sehen, wie viele Leute aus verschiedensten Bereichen aktiv für eine gelingende Transformation hin zur Klimaneutralität heute den Weg hierhin gefunden haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für das große Interesse und ich freue mich wirklich sehr auf den heutigen Tag mit Ihnen und euch. Wir wollen heute zusammenkommen, wir wollen uns austauschen in einer Situation, wo einige mir im Vorfeld des Klimakongresses geschrieben haben, mich kontaktiert haben und gesagt haben, irgendwie war es mal einfacher, Menschen davon zu überzeugen, dass wir jetzt noch mehr machen müssen, dass wir die Anstrengungen erhöhen müssen. Und dennoch glauben wir und ich glaube mit Ihnen und euch gemeinsam, dass das eine Herausforderung ist, die erstmal nur größer wird, wenn man sie aussitzt und die es sich lohnt anzugehen. Wir werden heute in ganz vielen verschiedenen Formaten miteinander in Austausch kommen. Wir hören gleich zuerst ein Grußwort von unserer Fraktionsvorsitzenden Wiebke Brems, haben dann eine Keynote, auf die ich mich sehr freue, von Micha Bloss. Wir werden eine Podiumsdiskussion hier haben und dann auch 13 Themenforen, wo wir nochmal ganz intensiv in kleineren Runden sehr in verschiedene Fachbereiche hineinschauen können und uns mit der Frage auseinandersetzen können, wie kann diese Transformation gelingen. Wir werden dazwischen auch eine Mittagspause haben. Da gibt es auch ein bisschen was zu essen. Und dementsprechend freue ich mich sehr, wenn Sie und Ihr euch entscheidet, auch in der Mittagspause bilateral in den Austausch zu kommen, sich zu vernetzen und auszutauschen. Jetzt möchte ich aber genug der Vorrede es belassen dabei und bitte dich, Wiebke Brems, meine Vorgängerin als Sprecherin für Klimaschutz und Energiepolitik und Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion, nach vorne für dein Grußwort, für deine Begrüßung. Liebe Wiebke, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Wobei ich jetzt... Ich glaube, ich gehe doch ans Redepult, weil das ein bisschen widerhallt. Und solange geben wir der Technik noch die Chance, das hier einzustellen. Landtag noch nie und deswegen als allererstes tausend Dank an Michael Rülz-Leitmann und sein Team, was sie heute hier auf die Beine gestellt haben. Zum Schluss geht das häufig so unter und deswegen zu Beginn ein großer Dank an dich und an euch. Ich freue mich wahnsinnig auf viele Diskussionen, ein bisschen was sieht man hier ja auch schon aufgebaut in großer Runde, dann aber natürlich auch an vielleicht auf die ein oder andere Kontroverse. Ich freue mich aber auch darauf, dass wir nach der Mittagspause ja in Workshops reinschauen können. Ich werde so ein bisschen schauen, was in den unterschiedlichen Bereichen so los ist und die Fraktion beleuchtet wirklich alle Aspekte, die mit Klimaschutz auch irgendwie nur zu tun haben. Also über Strom und Wärme, da kommen wir alle sofort drauf, Verkehr, Bauen, Industrie ist natürlich auch dabei, Klimafolgenanpassung, Biodiversität, aber auch die Frage von Finanzen, Gesundheit, die sozialen Aspekte, aber auch Kultur und Akzeptanz und Kommunikation im Bereich des Klimaschutzes. Das heißt, wir haben wirklich viele unterschiedliche Aspekte hier im Blick und die 14 weiteren MDL, die neben Michael Rülz-Leitmann hier diese Workshops bespielen und vorbereitet haben und ihren Teams, auch denen ganz herzlichen Dank für diese Vorbereitung. Und ihr zeigt eben damit auch, dass diese grüne Landtagsfraktion sich wirklich den enormen Herausforderungen des Klimaschutzes, des Klimawandels in allen Facetten stellt. Herzlichen Dank auch an euch. Applaus.
Und wir schauen heute viel nach vorne. Wir wollen uns damit beschäftigen, was zu tun ist für Grüne in Regierungsverantwortung, für uns alle. Und wir haben uns viel vorgenommen, denn es gibt auch viel zu tun. Wir haben uns beispielsweise vorgenommen, dass wir in Nordrhein-Westfalen das erste klimaneutrale Industrieland Europas werden wollen. Und wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden, die Klimaziele von Paris zu erreichen. Und ich weiß, dass einigen das manchmal nicht schnell oder auch nicht weit genug geht. Ich verstehe das und auch ich kenne manchmal genau dieses Gefühl. Und dafür ist es dann aber eben auch mal wichtig, einen Blick zurückzumachen, um das zu würdigen, wo wir vielleicht heute schon sind und was wir alles schon erreicht haben. Und gerade in einem Saal wie diesem ist das, wo sehr viel dieser Dinge auch schon stattgefunden haben, ist mir das einmal wichtig zu zeigen, wie weit wir auch schon gekommen sind. Ich nehme das Beispiel Kohleausstieg. Ich bin 2010 in diesen Landtag gekommen und durfte damals an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD teilnehmen. Und damals haben wir als Maximum erreicht, dass im Koalitionsvertrag mit der SPD stand, es wird keine neuen Tagebaue geben. Das war die Diskussion vor 13, 14 Jahren. Das muss man sich einmal noch mal vor Augen führen. Und trotzdem haben wir es in dieser Koalition 2014, 2016 geschafft, mit einer neuen Leitentscheidung das erste Mal einen Tagebau, und zwar den Tagebau Garzweiler, zu verkleinern. Wir haben damals es nicht geschafft, die Zeit zu verkürzen. Trotzdem war das Ende 2045, aber wir haben es geschafft, dass mehrere hundert Menschen ihre Heimat behalten konnten und Kohle unter der Erde blieb. Und dann gab es 2017 ja damals die Landtagswahl und Norbert Römer, der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende, stand an diesem Pult und hat damals gesagt, wir reden nicht über einen Kohleausstieg. Und dann 2019 gab es aber die Kohlekommission und genau die hat dann eben auch vereinbart, dass der Kohleausstieg von 2045 in Nordrhein-Westfalen auf 2038 vorgezogen wurde. Und es ging ja noch weiter. 2022 hat dann Mona Neubauer zusammen mit Robert Habeck mit RWE erreichen können, dass in Nordrhein-Westfalen der Kohleausstieg 2030 kommen wird. Und das ist die Errungenschaft, diese Zeit alleine, wenn man sich das anguckt, das ist viel, was wir da erreicht haben. Und dieser Kohleausstieg, das möchte ich gerade in diesen Tagen nochmal sagen, dieser Kohleausstieg steht und wir werden alles dafür tun, damit das auch gelingt. Auch in anderen Bereichen, nehmen wir mal den Bereich Industrie. Wie wurden wir früher angeguckt als grüne Spinner? Wir haben aber 2021 eine Studie als grüne Landtagsfraktion in Auftrag gegeben, wie Nordrhein-Westfalen als Industrieland auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann und haben damals den ersten grünen Klimakongress veranstaltet, damals noch digital, und haben uns genau damit beschäftigt. Und damals hat Martina Merz, die damalige CEO von ThyssenKrupp, den Satz gesagt, eine Überlebensfrage unserer industriellen Zukunft wird der schnelle Hochlauf der erneuerbaren Energien und der Wasserstoffwirtschaft sein. Und ich finde, das zeigt genau das, woran wir arbeiten. Das ist das, wo wir in den letzten 16 Monaten in der Koalition mit der CDU als Grüne gemeinsam, aber ganz insbesondere unsere Ministerin Mona Neubauer, gearbeitet haben. Und wir haben schon viel erreicht. Ich sage nur, der 1000 Meter Pauschalabstand für Windenergie haben wir hier abgeschafft. Wir haben in den letzten Wochen die Solarpflicht eingeführt. Wir haben das Bürgerenergiegesetz auf den Weg gebracht und noch so viele, viele weitere Dinge. Das heißt, was wir auch an Zahlen sehen, der Turbo. Der Effekt war abgesprochen. Der Turbo bei Wind und Photovoltaik, der ist da, der ist geschafft. Aber natürlich ruhen wir uns nicht darauf aus. Wir machen weiter und genau darum geht es heute. Wie und was ist zu tun? Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Diskussionen, auf den Austausch, in den Pausen, in den Workshops an vielen unterschiedlichen Stellen und ich wünsche Ihnen und euch ganz viel Spaß und viel Erfolg. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank, liebe Wiebke, für dein Grußwort. Und was ich eben auch vergessen habe zu erwähnen, Wiebke ist, glaube ich, quasi sowas wie die Erfinderin der Klimakongresse hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Sie hat nämlich den ersten veranstaltet und ich finde es super, dass wir gemeinsam jetzt an diese Veranstaltungsreihe
anknüpfen und auch in der neuen Wahlperiode jetzt aus der Regierungsverantwortung heraus sagen, nee, wir könnten jetzt zurückziehen und nur unter uns sprechen, aber nein, wir wollen den Austausch noch verbreitern, mit mehr Menschen in den Austausch darüber kommen, wie es gelingen kann. Dann kommen wir jetzt zu unserer Podiumsdiskussion. Und ich würde einfach schon mal die vier PodienteilnehmerInnen bitten, nach vorne zu kommen. Ihr wisst, wer ihr seid. ich stelle euch auch noch vor, keine Sorge. Weil wir möchten anknüpfend an diese Keynote darüber in den Austausch kommen, was bedeutet eigentlich die aufgeworfenen Fragen, was bedeutet dieser Rahmen für uns, was machen wir daraus? Und genau, ich habe die große Hoffnung, die Mitte würde ich mir reservieren, Dankeschön. Was machen wir daraus? Wie kann die klimaneutrale Transformation hier in Nordrhein-Westfalen gelingen? Und ich setze mich einfach mal dazu und möchte als erstes begrüßen Professor Manfred Fischedick. Er ist Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Ganz herzlich willkommen bei uns hier im Landtag. Ebenso herzlich begrüße ich Pauline Brünger. Pauline ist Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future. Liebe Pauline, schön, dass du da bist. Wir begrüßen Thomas Meyers. Er ist Leiter des Landesbezirks Westfalen von der IGBCE, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Ganz herzlich willkommen bei uns in der Runde. Und neben mir sitzt Mona Neubauer, stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen und Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Hallo Mona. Von der Struktur her möchten wir es so machen, dass wir einmal kurze Eingangsstatements als Input von allen Vieren hören, so 3 bis 5 Minuten. Einfach aus 4 verschiedenen Perspektiven einen Einstieg, eine Anknüpfung an die Frage, wie gelingt die klimaneutrale Transformation in Nordrhein-Westfalen hören. Dann werden wir hier untereinander in den Austausch und ich gehe auch fest davon aus, in die Diskussion kommen. Aber danach wird es auch die Möglichkeit geben, dass wir Fragen aus dem Publikum dran nehmen. Wir werden sehen, wie viele wir schaffen. Wir sind ja ein bisschen in zeitlichem Verzug. Das würde ich dann nochmal erklären, wie das funktioniert. Eine Vorbemerkung direkt, es hat keinen Zweck, auf diese Knöpfe an den Mikros zu drücken. Ich kriege die Meldung nicht mit, wir nutzen dieses System heute nicht. Das nur einmal vorweggeschickt und danach werden wir natürlich auch die Möglichkeit haben, entweder in den Themenforen, die ich gleich noch vorstellen werde, oder aber natürlich auch bei der Mittagspause weiter den Austausch fortzusetzen. Herr Professor Fischedick, im Wuppertal-Institut schreiben Sie sich ja immer auf die Fahne, nicht nur Forschung zu betreiben, sondern eben auch sehr konkret daran mitzuwirken und Empfehlungen dafür auszuarbeiten, wie die Transformation tatsächlich auch in der Umsetzung gelingen kann. Deswegen würde mich Ihr Input zu dieser Fragestellung aus wissenschaftlicher Sicht vom Wuppertal-Institut jetzt sehr interessieren. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Ich bin ganz nervös, weil ich nicht weiß, ob das Mikro funktioniert. Deswegen bräuchte ich mal, das ist gut. Ja, ich will gerne ein paar einleitende Worte sagen. Als Wissenschaftler bringt man ja Folien mit, das habe ich auch gemacht. Ich zeige sie jetzt nicht, sondern habe ein paar Stichpunkte mir aufgeschrieben, vor allem ein paar Zahlen, die ich mir einfach nicht merken kann, aufgeschrieben. Ich will vielleicht mit der Frage beginnen, wo stehen wir in Sachen Klimaschutz denn heute? Und wir haben gerade von Michael Loos, glaube ich, eine ganze Reihe von sehr guten Nachrichten gehört, was eigentlich alles schon passiert, in welcher Dynamik wir drin sind, wo Trends vielleicht auch sich schon gebrochen worden sind, wo vielleicht auch wir Dinge gemacht haben heute sehen, die man sich 5 Jahre nicht hätte vorstellen können. Das ist gut so. Trotzdem glaube ich, mit Blick auf die Fragestellung, wo stehen wir heute, wenn man auf die Ziele schaut, ist, glaube ich, Umdenken, ist Aufholen und auch Beschleunigung das, was wir tun sollten. Und ich werfe mal einfach einen Blick zurück auf das Jahr 2022, also das letzte Jahr, wo ja Kanzler Scholz diesen Begriff der Zeitenwende geprägt hat. Und ich glaube, dieser Begriff gilt auch ein Stückchen weit für das, was wir im Bereich Energiewirtschaft und Klimawandel diskutieren.
Denn plötzlich ist Klimawandel in der politischen, aber auch gesellschaftlichen Diskussion ein Stückchen weit überlagert worden von der Fragestellung Versorgungssicherheit im Energiebereich, aber auch im Bereich der Rohstoffversorgung. Und Dinge, die wir eigentlich jahrzehntelang für selbstverständlich gehalten haben, dass zum Beispiel Erdgas eine Brücke bildet in die Richtung eines erneuerbaren Energienzeitalters, gilt plötzlich nicht mehr, diese lange feststehende Hypothese. Erdgas wird eine Bedeutung haben, aber die Brücke wird wahrscheinlich deutlich kleiner sein. Sie wird nicht mehr so breit sein und sie wird wahrscheinlich kürzer sein und früher abgelöst werden müssen von Wasserstoff. Also da hat sich was verändert im Jahr 2022 und wir haben 2022 und fortgesetzt, aber auch 2023 wieder gesehen, dass Wetterextreme zugenommen haben an Intensität, aber vor allen Dingen auch an Quantität. Ein paar Beispiele sind ja gerade von Michael Busch schon genannt worden. Schauen wir auf das, wo wir heute stehen mit dem Klimaschutz oder mit den Klimazielen. Und ich mache es mal an der nationalen Ebene fest, weil natürlich vieles von dem, was man in Nordrhein-Westfalen tun kann, geprägt wird von dem, was natürlich die Europäische Union macht, aber natürlich auch von dem, was an Rahmenbedingungen auf der nationalen Ebene gesetzt wird. Und da haben wir es leider immer noch, obwohl sich in den letzten anderthalb Jahren ja viel bewegt hat, mit einer Klimaschutzlücke zu tun. Und ich will deswegen ein paar Zahlen einfach nennen. Wir haben durchaus auf der deutschen Ebene zwischen 1990, das ist immer das Bezugsjahr für den internationalen Klimaschutz, bis heute ungefähr 40% Emissionen gemindert, Treibhausgasemissionen gemindert. Das ist gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ist aber nicht gut bezogen auf das, was wir uns eigentlich als Ziele gesetzt haben, nämlich bis 2030. Und das ist, Kopfrechner früh und Samstagmorgen, glaube ich, in 6 Jahren und ein paar Monaten, wollen wir bei 65% Minderung stehen. Und wenn man das jetzt mal einfach ein bisschen durchspielt, dann heißt das, wir müssen die absolute Minderung, also die Millionen Tonnen, die wir jedes Jahr runterbringen, die müssen wir mindestens verdoppeln, wenn nicht fast verdreifachen. Das jedes Jahr bis 2030 und dann wollen wir ja nicht stehen bleiben, sondern wollen ja 2045 spätestens treibhausgasneutral sein. Das heißt, diese absolute Minderungsgeschwindigkeit müssen wir bis 2045 mindestens beibehalten, gerne auch noch ein bisschen schneller werden. Und da sind wir natürlich noch meilenweit von entfernt, da müssen die Rahmenbedingungen noch gesetzt werden. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr, aktuelle Zahlen der AG-Energiebilanz von, glaube ich, vorgestern, eine Sondersituation haben. Vermutlich werden wir in diesem Jahr zum ersten Mal 55 Millionen Tonnen CO2-Minderung in Deutschland haben. Ein Teil davon zurückzuführen auf Klimaschutzmaßnahmen, der allergrößte Teil aber zurückzuführen auf einen warmen Winter, auf einen konjunkturellen Einbruch, auf Produktionsverlagerung, also eigentlich das, was das Industrieland natürlich nicht wollen. Insofern brauchen wir die 40, 55 Millionen Tonnen CO2-Minderung eigentlich durch eine aktive Klimaschutzpolitik und nicht durch konjunkturelle Verhältnisse. Also da ist noch einiges zu tun, da ist noch Luft nach oben. Vor dem Hintergrund, das ist eigentlich eine der zentralen Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, im Grunde den Umstieg zu forcieren. Ich sage mal gerne in Veranstaltungen, Tempo, 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 das ist das, was wir machen müssen und das auf allen Ebenen. Und das in einer Situation, wo die Unsicherheiten ja drastisch zugenommen haben. Wir wissen nicht, wie sich Energieträgerpreise entwickeln, wir wissen nicht, wie sich Kostenstrukturen entwickeln. Wir haben eine ganze Diskussion rund um den Industriestrompreis. Also die Unsicherheiten haben extrem zugenommen in den letzten Jahren. Wir haben eine hohe Dynamik natürlich im System, wir haben die geopolitischen Risiken on top. Und trotzdem müssen jetzt Investitionen getätigt werden, trotz allen Unsicherheiten, trotz allen Dynamiken, mit dem wir zu leben haben. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine Situation, wo wir es nicht mehr leisten können, auf die 150% theoretisch richtige Lösung zu warten, sondern Pragmatismus ist es, glaube ich, angesagt, eben häufig auch mal die zweite oder drittbeste Lösung umzusetzen, damit wir eben Geschwindigkeit aufnehmen können. Das Schöne ist, wenn man sich die Studienlandschaft anguckt, wenn man sich die politische, gesellschaftliche Diskussion anguckt, eigentlich wissen wir relativ genau, was wir zu tun haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Transformationsstudien, hoffe ich, sagt man noch die Big Five Transformationsstudien im Jahr 2021, die von sehr unterschiedlichen Auftraggebern in Auftrag gegeben wurden, von Stiftungen, vom Wirtschaftsministerium, vom Bundesverband der deutschen Industrie, von der Deutschen Energieagentur, also sehr unterschiedliche Auftraggeber. Aber das Schöne ist, sie kommen zu mindestens 95% zu den gleichen Erkenntnissen und sie zeigen relativ genau, was sind die Strategien, die wir in die Umsetzung bringen müssen. Und zeigen natürlich auch den Handlungsdruck, mit dem wir es zu tun haben. Also der Fahrplan steht da nicht fest. Und trotzdem kommen wir natürlich nicht so schnell weiter, wie wir es gerne möchten.
weil wir es zu tun haben natürlich mit Konfliktsituationen, die wir lösen müssen, politisch-gesellschaftlich lösen müssen, weil wir es zu tun haben mit Zeitkonstanten, die man nicht mal eben so über Nacht überwinden kann. Das ist der Fachkräftemangel, das ist das, was im Bereich Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungszeiten gerade ja gemacht wird. Und ich finde, sehr gut und mit viel Erfolg gemacht wird, aber muss man natürlich dranbleiben, um diese Zeitkonstante auch dann überwinden zu können. Das gilt in die Richtung natürlich, wie verändere ich Routinen, also wie verändere ich sozusagen Verhaltensmuster in unseren Köpfen, und die Liste könnte man jetzt beliebig fortsetzen. Deswegen gehört ihm auch dazu, die ganze Debatte vielleicht mit mehr Ehrlichkeit und Transparenz zu führen, auch deutlich zu machen, wo Anstrengungen notwendig sind, wo Veränderungen notwendig sind und wo auch Teilhabe notwendig sein wird, um die Ziele zu erreichen. Und wenn man das alles zusammenfasst und die Frage ist ja gestellt worden, wie setzt man das um, dann kommt man als Wissenschaftler heute natürlich nicht umhin, so ein paar Herausforderungen zu definieren, wo wir in vielen Bereichen durchaus schon vorangekommen sind, aber trotzdem bleiben eine Menge von Herausforderungen stehen. Ich will jetzt nicht in Details gehen, sondern vielleicht ein, zwei, anderthalb Minuten darauf verwenden, einfach mal reinzupieken in die Herausforderung, das können wir gleich vertiefen. Wir haben immer noch eine technologische Herausforderung, weil es gibt keine Blaupause, wie man im Industrieland ein 100% erneuerbares Energiesystem aufbaut. Da ist noch einiges zu tun, auch wenn wir sehr, sehr gute Ideen haben, noch die Zuversicht haben sollten, dass das gelingt. Wir haben eine Infrastrukturherausforderung, wir müssen die Stromnetze verstärken, wir müssen Wasserstoffnetze neu aufbauen, perspektivisch auch CO2-Netze bauen. Auch das ist eine große Herausforderung. Wird auch nicht jedem gefallen, dass solche Infrastrukturen aufgebaut werden. Energiemarktdesign, Strommarktdesign ist gerade schon angesprochen worden. Das ist eine große Herausforderung, weil das sind Marktdesigns, die gemacht worden sind für eine ganz andere Welt, aber nicht für eine erneuerbare Welt. Da ist unbedingt etwas zu tun. Wir haben eine Ressourcenherausforderung, weil viele der neuen Technologien, die wir einsetzen wollen, basieren auf Ressourcen, die knapp sind oder die in Ländern verfügbar sind, wo wir auch geopolitische Risiken haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das machen, was auf Neudeutsch Problem Shifting bezeichnen würden, also Problemverlagerung machen. Das ist früh rein in Recyclingstrukturen, in Materialsubstitution und vieles andere mehr und heimische Produktion dieser Materialien. Wir haben eine riesen Stakeholder-Herausforderung. Wie nehmen wir die Menschen mit, die Unternehmen mit, die im Grunde vielleicht nicht ihre Geschäftsfelder fortsetzen können? Wie schaffen wir es, ihnen trotzdem Perspektiven zu geben? Dann klang gerade schon an die große politisch-institutionelle Herausforderung. Wie schaffen wir die Bande von der Europäischen Union über die Bundesregierung, die Landesregierung bis hin in die vielen Kommunen auf die lokale Ebene? Wie schaffen wir es dann, konsistentes Politikregime hinzubekommen, was man auch braucht, um schnell genug zu sein? Und dann vielleicht die allergrößte Herausforderung, eben die gesellschaftliche Herausforderung. Und damit will ich vielleicht auch schließen. Das ist vielleicht der allerdickste Brocken. Denn wir haben es ja mit einem Transformationsprozess zu tun, der 20, 25 Jahre dauert. Dafür braucht es eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Dafür braucht es Teilhabe. Dafür braucht es Verteilungsgerechtigkeit, Sozialverträglichkeit. Dafür braucht es einen großen und breiten gesellschaftspolitischen Diskurs. Und es braucht etwas, das werden wir sicherlich nachher noch vertiefen, was ich Ermöglichungskultur nenne, also sozusagen die Menschen, die Unternehmen in die Lage zu versetzen, dass sie teilhaben können an diesem Strukturwandel, an dem Transformationsprozess. Und da darf man sich nichts vormachen, das sind ganz, ganz dicke Bretter, die man bohren muss. Aber es gibt eben, oder bin ich ganz bei dem, was Michael Bus gerade gesagt hat, viele Dinge, die sich in den letzten Jahren bewegt haben, eine große Dynamik. Und wenn wir in der Lage sind, sie fortzusetzen, dann bin ich guten Mutes, und das muss ich als Wissenschaftler ja sein, bin ich optimistisch, dass man diese Transformationsherausforderung auch stemmen kann. Und deswegen freue ich mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Fischedick. Pauline Brünger, während ich mich gerade frage, ob ich dir dein Mikrofon geklaut habe, habe ich, ne? Verzeihung. Ist bei mir so ein bisschen hochgeploppt. Sie haben ja gerade gesagt, dass die größte Herausforderung möglicherweise die gesellschaftliche ist. Und das ist ja auch ein Punkt, wo Fridays for Future immer angesetzt hat, eigentlich Unterstützung zu generieren und Verständnis zu generieren für diese Herausforderung. Ich weiß nicht, wie du es gerade wahrnimmst, kannst du vielleicht ja gleich auch nochmal mit deinem Blick auf die Dinge sagen. Ich habe das Gefühl, dass es vor ein paar Jahren irgendwie einfacher war, diese Unterstützung zu generieren, auch wenn noch nicht so viel geschafft war. Jetzt ist einiges geschafft, aber einige haben davon schon den Papp auf, habe ich gerade das Gefühl. Und deswegen vielleicht aus deiner und eurer Sicht als Fridays for Future in der aktuellen Situation,
von dem Punkt, wo wir gerade stehen. Wie schaut ihr drauf? Was muss jetzt passieren, um den Rückhalt zu gewinnen und es hinzubekommen? Zu sagen, wir haben immer Rückhalt organisiert für den Klimaschutz, ist, glaube ich, ja stimmt, hoffentlich, haben wir versucht. Und gleichzeitig, wenn ich so auf die letzten Jahre gucke, würde ich sagen, haben wir ja auch ganz viele sehr harte Konflikte führen müssen. Das war ja nicht immer nur ein schönes, wir nehmen alle mit, wir wollen alle einladen, sondern da haben wir ja gemerkt, das waren wirklich harte politische Zeiten. Und ich würde sagen, als Aktivistin war das auch ein bisschen einfacher. Also man konnte irgendwo hinkommen und man konnte einfach draufhauen und man konnte sagen, es ist wirklich alles scheiße, was ihr gerade macht. Und mein großer Politisierungsmoment, der ist, würde ich sagen, liegt 5 Jahre zurück, das war die Räumung des Hambacher Waldes. Und ich würde sagen, Transformation in NRW ist natürlich mehr als nur der Kohlekonflikt, aber das große Symbol Kohle bleibt natürlich. Und das ist auch das, was mich damals dazu gebracht hat, so sehr politisch aktiv zu werden, wie ich es gerade bin, was mich dazu gebracht hat, wenige Wochen danach das erste Mal freitags nicht mehr zur Schule zu gehen und zu sagen, es muss sich etwas ändern und die Politik tut nichts. Und wenn ich mich an diese Zeiten erinnere, dann würde ich sagen, war das einfacher zu sagen, weil die Lage war ja wirklich politisch katastrophal. Und ich würde sagen, wenn ich mich heute hier hinsetze, ist die Lage ein bisschen komplizierter und auch das, was ich sagen muss. Und ich bin ehrlicherweise aber auch froh darum, weil wir sehen ja, dass es mittlerweile klimapolitische Fortschritte gibt. Und das möchte ich auch an der Stelle anerkennen. Das ist was ich sehe und wo ich froh bin und wo ich merke, das macht einen Unterschied, wenn Leute wie zum Beispiel Michael Bloß im Europaparlament sitzen, wenn es Menschen gibt, die seit Jahren dafür kämpfen und wenn wir es schaffen, gesellschaftlich endlich Erfolge zu erzielen. Und gleichzeitig merke ich aber auch total das, was du gesagt hast. Es fühlt sich so an, als sei es so schwer wie noch nie zuvor. Und ich hatte diesen Sommer in dem Bezug eine ganz schöne Erkenntnis, würde ich eigentlich sagen. Habe mit einem Soziologen, Sven Hillenkamp, viel gesprochen und er meinte, naja, das stimmt, das ist so schwer wie nie zuvor, aber das liegt auch daran, dass wir schwerere Konflikte führen als vorher. Die einfachen Erfolge, ich will nicht sagen, das war einfach, wir haben hart gekämpft, aber die einfachen Erfolge im Klimaschutz, die haben wir erreicht. Im Vergleich zu, das haben wir jetzt im letzten Jahr gesehen, ne? Die Debatte um die Wärmewende, wenn Leute plötzlich das Gefühl haben, das kommt ganz nah an sie dran, das beschäftigt sie total viel, war das eben einfacher, den Kohleausstieg umzusetzen, der für sehr viele Menschen ein abstrakteres Thema ist. Und gleichzeitig haben sich halt in den letzten Jahren auch die Gegenkräfte formiert. Es gab noch nie eine so starke Lobby, weil es vorher nicht nötig war, weil unsere Seite für den Klimaschutz weniger stark organisiert war. Und trotz aller Fortschritte, und das ist, glaube ich, etwas, was meine Rolle ist, auch immer hier reinzubringen ist, und das ist vielleicht die andere Seite, wie sich das entwickelt hat, natürlich reicht das nicht. Und genauso wie es komplizierter geworden ist, jetzt hier zu sitzen, muss ich sagen, es ist auf einer Ebene auch ermüdender geworden, sich immer und immer wieder wiederholen zu müssen, weil natürlich bin ich froh über die Dinge, die passiert sind, und gleichzeitig wissen wir eben auch, dass die Klimakrise, dass Klimapolitik nach anderen Logiken funktioniert als Politik in anderen politischen Bereichen. Weil es geht nicht nur darum, bewegen wir uns in die richtige Richtung, es geht auch darum, bewegen wir uns schnell genug in die richtige Richtung und sorgen wir dafür, nicht an anderer Stelle die fossilen Systeme weiter zu verfestigen. Und ich muss sagen, das sind natürlich auch Dynamiken, die man gerade sieht und die mir auch Sorgen machen. Und bei aller Freude über einen vorgezogenen Kohleausstieg bleibt natürlich für mich immer hängen, die vielen Mengen an CO2 und an Kohle, die RWE gerade immer noch zustehen, aus dem Boden zu holen, von denen wir wissen, dass sie das eigentlich nicht tun dürften aus einer Klimaperspektive, dass immer noch die Option offen steht, den Kohleausstieg auch hier in NRW doch wieder auf 2033 zu verschieben, also nochmal 3 Jahre länger zu haben, dass wir sehen, es ist ja nicht so, dass wir aus der Kohle ausstiegen, sondern nur auf Erneuerbare, sondern dass RWE gerade wahnsinnig viel zugesprochen bekommen hat, jetzt hier Gaskraftwerke auszubauen, wo ich sagen muss, ich mache mir bei dem Konzern einfach Sorgen, ob man sich darauf verlassen kann, wie schnell das dann wirklich in die Wasserstoffwirtschaft übergeht, wenn man sich ansieht, wie der sich auch in den letzten Jahren verhalten hat. Also das sind einfach viele offene Fragen, würde ich sagen. Auf Bundesebene wird das Klimaschutzgesetz aufgeweicht. Ich glaube, wir dürfen nicht hier sitzen und uns entspannt zurücklehnen und glauben, das funktioniert alles. Und ich glaube, es ist auch zu viel, sich da einfach nur auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, das klappt.
Und vielleicht, um noch einmal kurz auf die gesellschaftliche Ebene einzugehen, ich versuche dann zum Ende zu kommen, ist, wie gesagt, ich glaube, wir haben ganz viel erreicht und da, wo es jetzt irgendwie ne, so wirklich hakelig wird, da kommen wir gerade aber auch nicht weiter. Und ich denke, das liegt auch einer Fehlannahme zugrunde, die aus so dem klimabewegten, aus der klimabewegten Zivilgesellschaft, dem klimabewegten Umfeld jahrelang vertreten worden ist. Und zwar, man muss einfach immer nur die Fakten wiederholen. Man muss einfach immer wieder sagen, das funktioniert nicht und die Folgen sind schlimm. Und man muss nochmal die Zahlen nach vorne holen und irgendwann werden es die Leute checken und dann wird es anders gehen. Und das ist nicht so. Weil am Ende geht es darum, wie sich Menschen fühlen und dann geht es auch um Emotionen und dann geht es darum, haben Menschen das Gefühl, diese Transformation ist ihre Transformation. Sie werden wirklich abgesichert. Das ist etwas, was in ihrem Interesse passiert. Und nicht einfach nur etwas, was ihnen passiert. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und Aufgabe, wo wir, glaube ich, immer mehr sehen, wenn wir das nicht wirklich ernsthaft angehen, dann haben wir Probleme. Und deswegen... Deswegen kann ich nur dafür plädieren, dass wir es schaffen, eine neue Geschichte der Transformation auch zu erzählen. Und zwar eine, wo wir nicht nur darüber reden, wie krisenhaft und schrecklich es gerade ist, wo nicht nur die Konservativen und Rechten diesem aktuellen krisenhaften Zustand irgendeine romantisierte Vorstellung des Gestern entgegenstellen, von dem wir wissen, das kann es nicht sein, sondern wo wir es schaffen, einen Morgen aufzuzeigen und eine Zukunft, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind wirklich abgesichert, das ist etwas, was in ihrem Interesse passiert. Und da verhalten wir uns auch ehrlich gegenüber ihnen. Da erzählen wir ihnen nicht irgendwelche Märchen, die nicht wahr sind. Da sagen wir nicht, das wird alles einfach nur einfach und schön, sondern da zeigt man den Menschen, man meint es wirklich ernst. Und ich glaube, was da das Allerwichtigste ist, dass man das dann natürlich auch politisch unterfüttert, dass wir merken, Klimaschutz funktioniert eben nicht nur losgelöst von allem anderen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es soziale Absicherungen gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass Investitionen in den Klimaschutz immer auch Investitionen in soziale Infrastruktur sind. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz große Herausforderung in Zeiten, wo der Gegenwind so groß wird, sich da nicht zurückzuducken und zu sagen, dann gehen wir das Ganze mal nur halbgar an. Wenn wir merken, der Gegenwind wird größer, dann ist das der Moment, wo wir sagen müssen, jetzt geben wir alles da rein, damit es funktioniert und damit es so funktioniert, dass es für die Menschen geht und dass es Menschen in diesem Land damit gut geht. Danke. Danke dir, Pauline. Ja, Pauline Brünger hat gesagt, eine neue Geschichte der Transformation erzählen. Herr Meyers, ich habe das Gefühl, die IGBCE will da dran mit erzählen. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich Ihnen das Wort gebe, dazu einleiten. Also die IGBCE, die ersten Begegnungen, die ich mit Mitgliedern der IGBCE hatte, das ist viele Jahre her, ich glaube, es sind so 9 Jahre her oder so, da hatte ich, um es diplomatisch auszudrücken, irgendwie nicht das Gefühl, dass wir auf der gleichen Seite irgendwie für die gleiche Sache kämpfen. Ich war da natürlich offen für die Punkte, aber das waren Diskussionen. Ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwelche Abwehrkämpfe gerade gegeneinander führen. Und wenn ich ich habe nochmal in Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung, auf die Website auch von der IGBCE, für das nicht der einzige Punkt, aber es ist ein Beispiel. Sie haben da ja so einen Zähler. Sie haben einen Zähler. So viele erneuerbare Energien haben wir gerade im Netz zur letzten Stunde gehabt. Wir haben einen Zähler, wie viel Prozent spart eigentlich gerade die Industrie an Gas ein im Vergleich zu gewissen Vergleichsquartalen vor der Energiekrise. Sie haben ganz klar auch den Strompreis aktuell an der Börse mit drin. Und insgesamt muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, die IGBCE macht sich ja schon auf den Weg, diese Frage der gelingenden Transformation zur Klimaneutralität zu einer der kernpolitischen Fragen auch dieser Gewerkschaft zu machen. Deswegen würde mich anknüpfen an das, was Pauline Brünger gesagt hat, aus ihrer Sicht als IGBCE interessieren. Wie, glauben Sie, können wir diese Geschichte einer gelingenden Transformation, die alle mitnimmt, erzählen? Wie können wir das auch unterfüttern mit politischen Maßnahmen? Was braucht es da aus Ihrer Sicht als IGBCE und welchen Beitrag leisten Sie auch als Gewerkschaft dazu? Ja, das ist ja ein ganz großer Blumenstrauß an Fragestellungen, an Punkten, die ich beantworten könnte, gerne auch wollen würde, es vermutlich nicht schaffe. Aber ich will erst mal sagen, danke für die Einladung, weil das gehört nämlich dazu.
Wenn man sich Gedanken darüber macht, wie will man eine ökologische und eine gesellschaftliche Transformation schaffen hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft, dann sind wir mit unseren Beschäftigten, der IGBCE, mit meinen Mitgliedern und mit unseren Unternehmen da nicht von loszulösen. Es geht nur in unseren Augen mit uns. Und wir wollen Teil der Lösung sein. Wir sind Teil des Problems, das wissen wir. Ein ganz großer Teil der Unternehmen, die wir vertreten, sind am Anfang der Wertschöpfungskette. Das sind die größten Emittenten von CO2. Das sind aber auch diejenigen, die ganz, ganz, ganz viel gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, um runterzukommen, weil sie natürlich darin einen Business Case sehen. Und in den Unternehmen arbeiten Menschen, meine Kolleginnen und Kollegen. Und die haben Kinder. Und die sehen jeden Tag, was sie produzieren, wie sie es produzieren und wie das dazu beitragen kann, klimaneutral zu werden. Und die wollen auch klimaneutral werden, weil sie selbst in einer gesunden Umwelt leben möchten, weil ihre Kinder in einer gesunden Umwelt leben möchten. Also das ist nicht so, dass wir das Thema verweigern oder dass wir uns sozusagen des Diskurses entziehen wollen würden. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, sondern wir wollen mitgestalten. Das ist gewerkschaftlicher Auftrag, schon im Grundgesetz. Wir wollen mitgestalten, die Lebens- und Arbeitsbedingungen, und wir wollen sozusagen unsere Gesellschaft mitgestalten. Wir können es nicht daneben stellen und sagen, wir machen da nicht mit. Und deswegen wäre ich auch beim ersten Punkt, wenn es darum geht, was sind denn eigentlich Gelingungsbedingungen, um klimaneutral zu werden? Und da wäre der erste Punkt, es geht nur mit allen gemeinsam. Wir können nicht Klimapolitik gegen Gruppen machen. Wir müssen allen Gruppen ein Angebot schaffen, wie sie teilhaben können. Und da gehört für mich als allererster Gedankensplitter sozusagen dazu, was Sie beiden auch schon gesagt haben, Kommunikation und Austausch. Deswegen freue ich mich ja auch hier sein zu können, einen ideologiebefreiten Austausch zu betreiben. Der war anfangs auch zwischen uns Grünen und der IGBCE bestimmt auch mit Grabenkämpfen verhaftet, alle den Schutzhelm an und in den Graben hinein, um das eigene oder die eigene Position zu verteidigen. Das ist nicht mehr zweckgemäß, sondern wir müssen gemeinsam gucken, wie können wir CO2-Reduktion schaffen, wie können wir dabei aber gesellschaftliche Transformation gestalten, unsere Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und in Nordrhein-Westfalen heißt das ja immer so, nicht ins Bergfreie fallen lassen. Klammer auf, wir haben das auch in der Vergangenheit immer wieder als IGBCE und Vorgängergewerkschaften gemacht, schon mit dem Steinkohlebergbauausstieg, dann mit dem Braunkohleausstieg. Alles nicht so, wie Sie sich das wünschen, aber an der Schmerzgrenze dessen, was wir leisten konnten mit unseren Kolleginnen und Kollegen, um dann auch wirklich sozusagen da CO2-Reduktion betreiben zu können, also Austausch zu generieren, Kommunikation zu schaffen und die bitte auch ehrlich und wahrhaftig. Ich werde eine sehr klare Absage immer machen wollen an die wissenschaftstheoretische Diskussion. Wir machen einfach gar keine Industrie in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland und dann wird das alles gut. Ja, dann sind wir vielleicht klimaneutral. Aber dann importieren wir den Krams, müssen Klima woanders schädigen und wir haben dann wissenschaftlich doch schon auch hinterlegt deutliche Wohlstandsverluste in Deutschland. Wohlstandsverluste jetzt nicht nur monetär, sondern in unserem täglichen Leben. Denn die Produkte, die bei uns von unseren Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen hergestellt werden, sind ja die Produkte, die dazu dienlich sein sollen, klimaneutral zu werden. Also Materialien für Windkrafträder, die man dann bestenfalls auch nah beieinander bauen kann. Das ist ja echt ein guter Fortschritt. Materialien für Dichtungen, wenn wir Pipelines bauen. Und lassen Sie mich einen Punkt sagen zum Thema Wasserstoff. Ja, das ist ein Thema. Ich war früher immer der Ansicht, Wasserstoff ist so ein bisschen der Shampoo der Energiepolitik. Und momentan, was wir sehen, wie denn Wasserstoff hergestellt wird, wo er hergestellt werden kann und wenn er wirklich grün hergestellt werden soll, dann ist es nicht nur der Shampoo, sondern dann kippen wir da auch noch ein bisschen Kaviar rein. So teuer wird das. Und das können wir in unseren Industrien dann vermutlich nicht abbilden. Dann bleiben wir nicht wettbewerbsfähig und dann werden wir in Deutschland bestimmte Produkte nicht mehr herstellen können. Das ist ja eine Entscheidung, die wir gemeinsam fällen können und müssen. Was braucht es für eine resiliente Produktionszyklus? Was braucht es für eine resiliente chemische Industrie, pharmazeutische Industrie in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und vielleicht in den Anrainergebieten? Dann ist das okay, dann müssen wir es aber austanzen und nicht einfach sagen, ja, wir machen einfach keine Industrie und damit alles gut. Da bin ich auch sehr dankbar, dass es sozusagen bei der Partei der Grünen als auch bei den VerantwortungsträgerInnen ja durchaus ganz, ganz viel Aktionen und Aktivitäten gibt, dahingehend auch Unterstützung zu leisten in unseren Industrien, wenn man die wirklich als Ausgangsstoff oder als Ausgangsmoment sieht, der Wohlstand beiträgt, der aber verlässlich dazu dienlich ist. Also das ist so die Kommunikations-App.
Der zweite Punkt ist Teilhabe. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen auch teilhaben lassen können. Und manchmal machen wir das nicht gut. Ich will mal so als Negativbeispiel einbringen. Wir hatten vor ein paar Wochen die Möglichkeit, uns hier beteiligen zu können an so einem Förderprogramm, PV-Anlage und Ladesäule. Super Geschichte, 200 Millionen, finde ich ganz toll, sowas anzubieten. Wir haben da ganz viele Menschen ausgeschlossen. Diejenigen, die nämlich im Schichtbetrieb dafür arbeiten, dass wir morgens und abends Wasser haben, dass wir Pharmazie haben, dass wir irgendwie unseren Kühlschrank gefüllt haben und dass wir Zahnpasta haben, die konnten nicht mitmachen. Weil als die nach Hause kamen, waren die Förderprogramme schon alle weg. Und dann sagen mir natürlich meine Kolleginnen irgendwann so, pass auf, ich bin ja bereit mitzumachen, aber ich muss auch mitmachen dürfen. Und wenn ich sozusagen Angst haben muss um meinen Job einerseits und nicht mitmachen darf und das dann sozusagen dann auch schnell politisiert wird, die AkademikerInnen, die können das, dann trifft mir auseinander statt zueinander und wir müssen zueinander kommen, um klimaneutral werden zu können. Der dritte Punkt, und das ist auch viel bei uns, ich habe das eben, Herr Vloss, auch sehr wahrgenommen mit dem Thema der AfD in Ostdeutschland. Ein Top-Problem. Das ist so ein bisschen unser Thema als Gewerkschaften, durch Demokratie im Betrieb auch betrieblichen Frieden nicht nur zu sichern, sondern auch einzuwirken auf unsere Kolleginnen und Kollegen, um eben nicht in die extremistischen Ecken zu verfallen. Dafür brauchen wir aber ein paar Handlungsmöglichkeiten zunehmend in neuen Sektoren. Nämlich die Frage, wo sind eigentlich die Mitbestimmungsmöglichkeiten für Gewerkschaften und für Betriebsräte in nachhaltigen Aktivitäten im Unternehmen? Das gibt es so nicht. Also wir können nicht hingehen und sagen, liebes Unternehmertum, lieber Manager, die sind ja nur 4 Jahre da, wir sind länger da, denen mal sagen, pass auf, ihr müsst das machen, um dauerhaft sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig zu bleiben. Dieses Initiativrecht hätten wir gerne. Das ist eher an die Bundesebene gerichtet, aber ich glaube, da werden wir nicht müde, das zu tun, um dann wirklich auch demokratische Prozesse im Betrieb zu halten, zu bewahren und zu gestalten, weil dann ist das Kern und Ausgangspunkt auch von Klimaneutralität und von Aktivitäten hin zu klimaneutralen Aktivitäten. Und da kommen wir gerade an ein paar Problempunkte. Es war in der Vorrede, und jetzt fragten Sie, Frau Brüner, auch, wird es denn schwieriger? Ich sage, momentan wird es brutal schwer, für mich jedenfalls. Denn in unseren Betrieben brennt es lichterloh. Ich war heute Morgen noch in Intrup, da machen wir gerade einen Betrieb zu mit 170 Beschäftigten. Und sowohl die Manager als auch die Beschäftigten, wenn es ganz, ganz nahe kommt, wenn ich Angst habe um meinen Job, wenn ich überlege, wie ich nächsten Monat meine Gehälter zahle oder wenn ich überlege, wie ich nächsten Monat meinen Kühlschrank voll mache, dann habe ich keinen Kopf frei, um mir Gedanken darüber zu machen, wie mache ich das denn hier nachhaltiger? Sondern dann ist wirklich nur noch Ziel, Interessen und Verteilungskonflikt. Und auf dem Weg zur Klimaneutralität nehmen die zu, die Ziel-, Interessens- und Verteilungskonflikte. Und da müssen wir uns alle gemeinsam ehrlich machen, hinlegen und sagen, was wollen wir denn? Und in unseren Betrieben, nochmal, komme ich jetzt auch an Grenzen. Wir haben tolle Tarifverträge und das ist ja auch schon schizophren. Ich bin gerade dabei, in Betrieben Entgelt zu reduzieren oder Arbeitszeit hochzufahren, sodass die Betriebe irgendwie durch das Tal der Tränen, hoffentlich ein Tal, kommen können und im Januar, Februar, März, April am Start sein können, wenn Absatzmärkte wieder starten, wenn vielleicht Nachfrage wieder kommt, wenn wir vielleicht, und vielen Dank, einen Brückenstrom endlich haben, einen Brückenstrompreis, den wir brauchen. Wir brauchen den. Ich sag danke. Ich will aber einmal kurz nochmal dafür werben, weil es gibt oft zu wenig, was wir uns da so vorstellen. Also, wir brauchen, bis wir erneuerbare Energien genügend haben, einen finanzierbaren Strompreis für unsere Industrie, um eben Klimaneutralität mit unterstützen zu können. Und wir wollen den nicht einfach so. Ich habe die Erwartungshaltung, genauso wie zukünftige grüne Jobs, Herr Bloss, sollten bitte tariflich bezahlt sein. Die sollten Mitbestimmung haben, also Betriebsräte und oder Aufsichtsräte, weil das dann auch Demokratie im Betrieb ist. Und, das ist vielleicht für Sie viel der spannendere Moment, es muss konditioniert sein an die Frage, was ist denn die Fortführungstheorie? Also es hilft ja auch nichts, jemandem jetzt Geld zu geben, der dann bei erneuerbaren Energiepreisen auch nicht wettbewerbsfähig ist. Der muss mir heute schon sagen, wie stellt er sich denn eine grüne Zukunft bei sich vor?
das erwarte ich, dass die das aufschreiben, sonst finde ich, sollen die auch keinen Brückenstrompreis bekommen. Und von daher ist das mein letzter Punkt. Ich bin sicher, dass eine klimaneutrale Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft funktioniert. Dafür müssen wir Klimapolitik auch gleichsetzen mit investiver und aktiver Industriepolitik. Das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen im Raum manchmal immer so ein bisschen so, ja? Aber ohne eine aktive Klimapolitik, ohne eine aktive Industriepolitik wird das eine oder andere nicht funktionieren. Wir gehen in der Industrie kaputt, wenn wir nicht klimaneutral werden. Und wir schaffen keine Klimaneutralität, wenn wir in der Industrie nicht unterstützt werden, so wir das auch begleiten können. Von daher auch daher vielen Dank an die Aktivität in der Bundesebene mit Herrn Habeck, der ja gerade noch mal eine sehr klare Strategie ausgegeben hat. Mir immer noch ein bisschen zu wenig sozusagen im hinteren Teil, wo es darum geht, wie arbeiten wir das denn alles ab? Da ist ja schon viel drin, aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und dann bin ich guten Mutes, dass wir als Gesellschaft klimaneutral werden und dabei keine Verlierer produzieren. Und das wird der Auftrag sein. Ja, ganz herzlichen Dank. Mona Neubauer, du bist ja, sag ich mal, als Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie eigentlich für alle Punkte zuständig, die gerade adressiert wurden, ein Stück weit. Und ich glaube, wir haben gerade schon in Statements ein bisschen mitbekommen, warum das Sinn macht, weil sie auch zusammengehören. Die Lage, glaube ich, ich nehme sie ja auch so wahr, wie gerade beschrieben, wir kommen an Punkte, wo es wirklich schwieriger wird, wo die Herausforderungen gesellschaftlich das hinzukriegen, auch eher noch größer werden gerade. Die Frage um den Brückenstrompreis ist ja gerade aufgekommen und du bist ja sehr, sehr oft auch mit diesem Thema unterwegs auf allen möglichen Ebenen. Und Pauline Brünger hat aber auch die Frage angesprochen von sozialer Infrastruktur, die natürlich ja auch eine ist, die es braucht, um gesellschaftliche Sicherheit darzustellen und zu vermitteln, um Rückhalt zu gewinnen für Klimaschutz. Ich habe mich gefragt, oder mein Eindruck ist, dass in der Debatte manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, der Brückenstrompreis als Geschenk für die Industrie, was habe ich da eigentlich von? So, und vielleicht in deinem Blick auf die Situation, wie weiter von hier aus gerade? Vielleicht kannst du versuchen, diesen Aspekt auch nochmal mit zu beleuchten. Warum ist das auch eine Frage der Akzeptanz für das, was wir mit der klimaneutralen Transformation vorhaben und brauchen? Ja, ich komme da drauf, will aber mit was anfangen, was mich diesen Sommer wahnsinnig beeindruckt hat. Präsentation von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gesagt haben, 6 der planetaren Grenzen sind bereits überbeansprucht. Das ist ein Problem, auch für den Planeten, aber in allererster Linie für die Menschen, die auf diesem Planeten leben. Manfred Fischedick hat es angesprochen, die Geschwindigkeit, mit der wir aktuell durchschnittlich CO2 reduzieren, gemessen von 1990 bis 2022, ungefähr 15,5 Millionen Tonnen pro Jahr, bedeutet, wir sind 2065 klimaneutral. Das passt nicht zusammen mit dem, was wir völkerrechtlich verbindlich vereinbart haben. Was muss also die Konsequenz sein? Ja, wir müssen deutlich an Tempo gewinnen. Und die Herausforderungen sind ja zu Recht beschrieben. Und ich finde auch gut, dass Micha Bloss ja sozusagen aus einer Perspektive von Europa sehr in eine Vision gebettet berichtet hat, was wäre da eigentlich drin für Europa. Und daraus abgeleitet will ich vielleicht mal meinen Blick auf den Alltag einer Ministerin, die ganz bewusst Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in einen Titel eines Ministeriums gepackt hat, werfen. Europa hängt meiner Ansicht nach viel zu stark noch in dem Modus, innerhalb Europas Wettbewerb zu klären und hat nicht realisiert, dass Europa im Wettbewerb zu anderen Regionen der Erde steht. Und diese Regionen unter anderem die Vereinigten Staaten von Amerika, aber am Ende auch Asien,
geben gerade richtig viel Incentivierung in grüne Industrie, in den Sieg im Wettbewerb um das klimaneutrale Produzieren. Diese Einfachheit, mit der der Inflation Reduction Act sagt, bitte kommt zu uns, diese, wenn man so will, also überspitzt zur Verdeutlichung dargestellt, Bestechungsgelder, die Staaten da leisten an Konzerne, die international jetzt im Wettbewerb ja schon miteinander konkurrieren, leisten wir in Europa nicht. So. Es gibt keine Möglichkeit, beihilferechtlich, dass das Land Nordrhein-Westfalen sagt, Mensch, Mann, wir ermöglichen Direktinvestitionen in Unternehmen, die uns nachweisen, wir gehen so schrittweise in den Abbau der fossilen Rohstoffe und so schrittweise in den Einsatz weniger Rohstoffe und erneuerbare Energien. Wir können, wir dürfen das nicht. Das ist uns beihilferechtlich nicht geboten. Deswegen glaube ich, erstens, man muss Industrie immer europäisch denken. Das ist ein wahnsinnig großer Markt für unsere Industrie hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Riesenpotenzial im Verbund Europas zu zeigen. Diese Region traut sich zu mit dem, was wir an jahrhundertelanger Tradition der Industrialisierung erwirtschaftet haben, an Wohlstand in Regionen aus ganz konkreter Wertschöpfung einzelner Prozesse aus der Industrie, in den Mittelstand, ins Handwerk, das in eine neue Geschichte zu führen. Und deswegen, glaube ich, braucht diese Transformation eine Reindustrialisierung. Gerade reden immer alle von der Deindustrialisierung und die Zeichen, Sie haben es beschrieben, sind ja auch wirklich auf Alarm gestellt. Also ich sage mal so, die größte Klimademonstration, auf der ich dieses Jahr war, und ich glaube, es war auch zahlenmäßig die größte in Nordrhein-Westfalen, war vor den Sommerferien in Duisburg bei ThyssenKrupp, wo 13.000 Stahl- und Metallbeschäftigte dafür demonstriert haben, dass der grüne Stahl produziert wird, dass man die Transformation zum grünen Stahl möglich macht. Nur um die Dimension dieser größten Investitionen, Förderungen, die Bund und Land zusammen jemals getätigt haben. Das würde bedeuten 3,5 Millionen Tonnen weniger CO2 pro Jahr. Bei einer Umrüstung nur eines Hochofens auf Wasserstoff in der Perspektive grün. Das ist also vor allem auch ein Riesenbeitrag, der Verpflichtung der internationalen Verträge nachzukommen. Aber es ist eben auch ein Signal an die Beschäftigten, an eine ganze Region, an Zehntausende, die von der Wertschöpfung von in Duisburg produziertem Stahl abhängen, auch in Südwestfalen, weil sie die Dreiecksscharniere der Gurte für Autos produzieren und heute schon von den sozusagen von den OEMs gesagt kriegen, wir hätten übrigens das gerne in grünem Stahl. Die haben die Gewissheit, wenn sich die Bundesrepublik und das Land Nordrhein-Westfalen verpflichten, bis zu 2 Milliarden auszugeben für diese Transformation, dass es Politik ernst meint. Und das ist auch der Punkt mit dem Brückenstrompreis. Ich meine, ich bin bei den Grünen und ganz sicher denke ich nicht darüber nach, mit wie viel Steuergeschenken man wohl der Industrie mal so helfen sollte. Das ist ein Widerspruch in sich, weil wir Grüne einen Anspruch haben an Industrie, weil wir unterstützen wollen und anreizen wollen, dass die Transformation, die in der Forschung und Entwicklung in der Industrie ja vorangetrieben wird, die immer stärker von den Beschäftigten ja auch mit eingefordert wird, so, das ist es ja. Und jetzt ist der Brückenstrompreis nichts anderes, als zu sagen, wir mildern mit Steuermitteln die Kosten ab. Das bedeutet nicht, dass wir das Prinzip ändern, womit eine Industrie, eine Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen die Wettbewerbsfähigkeit hält. Weil billig können andere besser. Nordrhein-Westfälische Wirtschaft und Industrie kann Innovation, Technologievorsprung und eingebettet, wie gesagt, in gute Tarifverträge, in ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Schutz des Gutes, Umwelt und Natur. Das ist Nordrhein-Westfalens Stärke. Und dafür zeitlich begrenzt zu sagen, das müsst ihr liefern, aber dann sind wir politisch auch bereit, Steuermittel einzusetzen oder aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds Geld in die Hand zu nehmen, um euch eine Planungssicherheit zu geben. Und zwar nicht eine Planungssicherheit dafür, dass ihr Instandhaltung betreibt an euren Wirkstätten.
Ich habe kein Interesse daran, als Industrieministerin, dass unsere Chemieunternehmen hier instandhaltend aktiv werden, so wie man das bei Lanxess jetzt leider vermuten muss, in diesen Verbundparks, so in Mahl, in Leverkusen, dies, das, war ich gestern noch auf einer Demo für den Brückenstrompreis. Ich habe ein Interesse daran, dass Investitionen mobilisiert werden, dass die Antwort auf die Stapelkrise jetzt nicht ist, boah, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Ja, wir hatten diese Rohstofferfahrung, diese Lieferkettenbrüchigkeit, puh, und jetzt die Energiekrise. Ich will genau mithelfen, dass in den Aufsichtsräten, in den Vorstandsetagen, bei den Beschäftigten die Lösung des Problems ist, jetzt die Weichen Richtung Klimaschutz und Klimaneutralität zu stellen. Und der Punkt, der dafür ganz elementar ist, ist, wenn wir anerkennen, dass die Klimakrise das spürbarste Symptom einer weit um sich greifenden ökologischen Krise ist, und wenn wir daraus anerkennen, dass wir also nicht nur den Faktor CO2 betrachten sollten bei der Frage von Klimaschutz, sondern dass wir es zu Ende denken müssen, dann bedeutet das, Klimaneutralität muss auch heißen, Rohstoffleichtigkeit zu erzeugen, zu zeigen, dass eine Chemieindustrie in Nordrhein-Westfalen diejenige ist, die es schafft, als erste ohne Einsatz von fossilen Rohstoffen beste Chemieprodukte in den weltweiten Wettbewerb stellen zu können, und zwar mit erfolgreichen Geschäftsmodellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den bescheidenen, aber selbstbewussten Mitteln eines Landes Nordrhein-Westfalen genau an den Stellen reingehen, die vielleicht ja auch für eine grüne Partei manchmal mit Zumutungen verbunden sind. Ich habe ein großes Interesse daran, ernst zu nehmen, was IPCC feststellt und sagt, selbst wenn wir alles an Transformation in Produktionsweise, an natürlichem Klimaschutz betreiben, wird es nicht reichen. Es wird zu viel CO2 in der Atmosphäre hängen. Jetzt ist doch die Frage für uns, wollen wir, dass die technologische Entwicklung von direktem Einfangen von CO2 aus der Atmosphäre und Verpressen in geologisch geeigneten Formationen an anderen Stellen entwickelt und in ein Geschäftsmodell übersetzt wird? Oder sagen wir, Moment, unser Land ist geprägt von Exzellenz an technischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Wir haben einen wahnsinnigen innovationsgetriebenen Mittelstand, Ostwestfalen, Südwestfalen, das wäre überall so. Warum incentivieren wir jetzt nicht genau mit solchen Angeboten in einer Strategie, Industrie hier nicht zu begleiten auf dem Weg ins Freilichtmuseum, sondern zu sagen, wir wollen zeigen, Industrie kann in den Grenzen der natürlichen Ressourcen für Wertschöpfung sorgen. Und was bedeutet Wertschöpfung? Wertschöpfung bedeutet, dass ein IGBCE-Vertrag, der heute die Menschen, die im Tagebau in Garzweiler jetzt noch arbeiten, und zwar schon die, die die ganz einfachen Tätigkeiten dort tun, deutlich bessere Lohnbedingungen für die Menschen bringt, als ein Nicht-IGBCE-Vertrag. Deswegen ist der Anspruch der Transformation zur Klimaneutralität aus grüner Perspektive auch immer der, den Anspruch gegenüber den Unternehmen zu artikulieren, dass es nicht auf Kosten der Tarifverträge für die Beschäftigten gehen kann, weil das auch was damit zu tun hat, ein Zukunftsversprechen in ganz vielen Familien weiter erfüllen zu können. Weil es entscheidend ist, dass derjenige, der sagt, okay, es ist rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, ich weiß es jetzt auch nicht. Also gut, ich fahre wieder den Sand im Tagebau Garzweiler 2. Aber der kann sich, wenn wir es gut hinkriegen, diese Brücken zwischen den einzelnen Milieus unserer Gesellschaft wirklich zu bauen und miteinander ein Ziel zu verfolgen und uns im Weg dahin gerne zu streiten, aber im Ziel diese Einigkeit ernst zu nehmen, dann kann der seinem kleinen Enkelkind, der 5 ist und sich fragt, was mache ich eigentlich, guten Gewissens sagen, geh in Richtung Industrie, weil die haben begriffen, ohne Industrie machen sie sich hier vielleicht ein gutes Gewissen, aber nehmen Produkte, die unter deutlich schlechteren Bedingungen mit deutlich weniger sozusagen Innovationskraft und deutlich weniger Möglichkeit auch
als eine freie Demokratie mit daran zu wirken, Friedensregion zu sein, sozusagen zu kaufen. Die haben mir was begriffen. Und das als wirklich letzten Satz. Ich bin nicht über der Zeit der anderen, lieber Micha. Ich habe genau auf die Uhr geguckt. Und der letzte Satz, weil mir das wichtig ist, weil wir gerade in Nordrhein-Westfalen, in Europa, in exogenen verursachten Krisen mit drin hängen. Und weil mir das so wichtig ist, klarzumachen, was treibt eigentlich Neubauer an, wenn sie mit den Bürgerinitiativen in Hamm-Üntrop, in Ostwestfalen-Lippe, die eben diese Veränderung der Windräder nicht als eine Bereicherung in ihrem individuellen Leben begreifen. So, was treibt mich an, mich genau diesen konfrontativen Diskussionen zu stellen? Mir sagen zu lassen, dass ich als Großstädterin gar nicht mitzureden hätte in der Frage der Veränderung der Energieinfrastruktur. Mich treibt an, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung nicht nur als eine Worthülse zu haben, sondern substanziell voranzukommen. Politik und Regierung müssen zeigen, dass sie begriffen haben, dass die eigene Trägheit auch Teil eines Problems ist. Der zweite Teil, der mich antreibt, ist der Ausbau der Erneuerbaren. Bedeutet erstens eine wahnsinnige Chance, einen Teil der Wertschöpfungskette der nachhaltigen Energieversorgung hier in Nordrhein-Westfalen zu haben und aktiv dafür zu arbeiten, dass in der Frage, was passiert eigentlich, nachdem Spezialchemieunternehmen Lacke entwickelt haben, die dafür sorgen, dass Windräder offshore schwere Stürme aushalten, was kann Nordrhein-Westfalen an Wertschöpfung hier hinholen, die Windräder hier zusammenzubauen? Und warum sind diese Erneuerbaren so wichtig? Weil wir gerade mit drin hängen, dass Russland und der Iran gegen Jüdinnen, gegen Frauen, gegen die Souveränität von Nationalstaaten in Krieg ziehen. Wir finanzieren unseren Wohlstand zu Großteilen aus fossilen Rohstoffen. Und das hat ganz viel mit geopolitischen Krisen zu tun. Und es ist unsere Möglichkeit, die klimaneutrale Transformation eben auch als ein Projekt zu begreifen, wo wir Friedenspolitik betreiben, hier in Nordrhein-Westfalen, immer mit der Wirkung, andere Regionen in der Welt über kluge Handelsbeziehungen mit in diese Friedenspolitik reinzunehmen, um sie selber zu stärken in der Unabhängigkeit von Autokratien und Diktaturen. Ja, danke, Mona, dass du auch diesen wichtigen Bogen, wie ich finde, nochmal gespannt hast, der in Debatten oft noch nicht genug Raum findet. Ich wollte einen Punkt vorher, den du gemacht hast, dennoch anknüpfen, wenn du erlaubst, weil die Frage von, oder die Frage, die du aufgeworfen hast, eben auch, sag ich mal, anknüpfend an Herrn Meyers von der IGBCE, kann man ja auch weiterfassen. Es ist ja schon auch die Frage von, okay, was sind eigentlich Bündnisse dafür? Und diese Bündnisse und welche Rolle spielen da Gewerkschaften, die habe ich jetzt in den letzten Monaten auch noch an einer anderen Stelle erlebt, und zwar zwischen Fridays for Future und der Verdi. Da geht es nicht um Industrie, aber da geht es ja um die Frage von Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr. Ich fände es spannend, einmal zu gucken, vielleicht Pauline, könntest du einmal vorstellen, was ihr da eigentlich macht in diesem Bündnis, was ihr da schmiedet. Was sind eigentlich Parallelen aus dieser Verbindung von Interessen und was können wir daraus auch lernen für andere Bereiche, in denen uns genau das gelingen muss? Ja, mega gerne. Ich gehe davon aus, dass vielleicht ein paar von den Menschen hier, aber nicht alle, schon davon gehört haben, deswegen erzähle ich es kurz. Wir haben mit Fridays for Future schon vor mittlerweile 3 Jahren das erste Mal angefangen mit der Verdi, aber vor allen Dingen eben mit Beschäftigten, die in Bus- und Bahnunternehmen in Deutschland arbeiten, uns zusammenzusetzen und darüber zu reden, wie sieht denn eine Zukunft des ÖPNVs aus, die einmal für die Beschäftigten eine gute Zukunft bietet, aber eben auch den Herausforderungen der Klimakrise gerecht wird, und haben da über, ich würde sagen, jetzt auch eine lange Zeit mittlerweile ein sehr, sehr starkes, stabiles Bündnis in vielen deutschen Städten und auf Bundesebene gebaut, was gerade darauf hinarbeitet, ich würde sagen, das ist sozusagen der große Höhepunkt dieser Kampagne wahrscheinlich, wenn Anfang 2024, also ist jetzt nicht mehr lange hin, im ÖPNV Tarifverhandlungen anstehen, geht es primär eben um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Und wir haben eben in diesen vielen, vielen Gesprächen, die wir geführt haben, also
wo wir auf die Betriebe zugegangen sind, wo wir auf den Betriebshöfen waren, wo wir bei vergangenen Streiks dann bei den Streikposten waren, uns mit den Beschäftigten unterhalten haben, konnten da sehr, sehr viele gemeinsame Interessen, würde ich sagen, am Ende rausstellen, weil es ist, glaube ich, klar, muss man nicht erzählen, wenn wir eine Verkehrswende schaffen wollen, dann geht das nicht, indem wir einfach nur sagen, Autos sind doof, sondern da muss man den Menschen auch irgendeine Alternative anbieten. Und gerade merken wir, dass der ÖPNV das in Teilen stemmen kann, aber noch nicht so, wie er es sollte. Und insbesondere, wenn wir sagen, noch mehr Menschen sollen darauf umsteigen, wird das, glaube ich, sehr schwierig. Ich komme ursprünglich aus Köln, ich wohne mittlerweile in Düsseldorf und ich meine, ich erlebe das in meinem Alltag die ganze Zeit, dass man nachts nicht mehr gut angebunden ist, dass tagsüber die ganze Zeit Fahrten ausfallen und dann unterhält man, dann treffe ich auf dem Kölner Betriebshof den Straßenbahnfahrer und er sagt halt, naja, der Krankheitsstand ist halt bei uns so groß, weil wir uns so kaputt arbeiten müssen in diesem Beruf, weil wir kaum Pausenzeiten haben, weil wir wirklich schreckliche Schichtpläne haben. Das funktioniert nicht und es wollen unter solchen Bedingungen auf jeden Fall ja auch nicht mehr Leute diesen Job in Zukunft machen, sondern da denken die Leute bei uns eher über die Kündigung nach. Und bis 2030 müssen wir den ÖPNV eigentlich verdoppeln. Da muss man sich überlegen, naja, was bedeutet das denn? Wie viele mehr StraßenbahnfahrerInnen und BusfahrerInnen braucht man eigentlich? Und das Ganze sieht plötzlich ganz schön schlecht aus. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung, würde ich sagen, auch für mich persönlich gewesen. Und ich glaube, da geht es vielen KlimaaktivistInnen aber auch ähnlich, weil wir da ja wirklich zu Leuten gegangen sind, wo ich sagen würde, wenn man jetzt logisch drüber nachdenkt, ist der Zusammenhang total klar. Natürlich, wir wollen irgendwie, dass der Klimaschutz vorangeht. Wir wollen, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Wir wollen natürlich auch, dass Menschen gut arbeiten können und eben es nicht so schrecklich ist, wie was Menschen uns da erzählen. Und Leute, die gerade in diesen Berufen sind, wollen offensichtlich auch bessere Arbeitsbedingungen. Offensichtlich wollen die ja ursprünglich auch, dass jetzt nicht die Natur zugrunde geht. Aber das dann wirklich so zusammenzubringen, das ist dann doch viel Arbeit, weil ich glaube, wenn man sich solchen Gesprächen stellt, dann merkt man natürlich auch, was es für Vorurteile gibt und was es für Verunsicherungen gibt und wie Menschen das Gefühl haben an Stellen, wo man das denkt, das ist doch logisch, ihr seid Teil der Lösung, wo Menschen das Gefühl haben, irgendwie so die Klimatransformation, das ist Menschen nicht so ganz geheuer. Und da aber zu zeigen und als Klimabewegung auch zu beweisen, es ist uns nicht egal, was mit euch passiert, im Gegenteil, es ist uns unglaublich wichtig, was mit euch passiert. Und wenn ihr auf die Straße geht, wenn ihr für eure Arbeitsbedingungen streikt, dann sind wir da an eurer Seite. Das sind Momente gewesen, die, glaube ich, zu einem ganz großen Vertrauen und dann auch zu einem sehr mächtigen Moment geführt haben. Wir haben das Anfang des Jahres bei einem Klimastreik gemacht, wo sozusagen unser globaler Klimastreik mit den Streiks der Beschäftigten zusammengefallen ist. Und ich da wirklich diese Erfahrung gemacht habe, wir waren am Streikposten und am Ende sind 300 Beschäftigte der KVB mit uns mit so einem Finger zum Klimastreik rübergelaufen und standen dann da in der ersten Reihe und haben so den Frontblock gemacht, wo ich sagen würde, Menschen, von die man eigentlich nicht auf so einem Klimastreik erwartet, also von der Herkunft, von dem Milieu, von was vielleicht auch real eigentlich akutere Sorgen des Alltags sind. Und ich hoffe, ich glaube daran, dass wenn wir es schaffen, diesen gesellschaftlichen Rückhalt auch weiter zu organisieren, dass wir in diesem Frühjahr da ganz große Erfolge erkämpfen können, dass die Beschäftigten im ÖPNV es schaffen können, gute Arbeitsbedingungen durchzusetzen, weil sie wissen, die Gesellschaft steht auch hinter ihnen. Die beschweren sich nicht nur, weil die Busse und Bahnen für ein paar Tage ausfallen, sondern die sagen, wir verstehen das, warum das euer Anliegen ist und das ist auch unser Anliegen. Und gleichzeitig haben wir eben dann auch all diese Menschen, die sagen, naja, es geht uns eben nicht nur darum, dass unsere Arbeitsbedingungen besser werden, sondern es geht uns auch generell um Investitionen in einen besseren und ausgebauten ÖPNV. Und ich glaube, das ist eine Allianz, die wir so bislang in Deutschland nicht gesehen haben. Und ich habe da ganz große Hoffnungen drin, dass das aber eine Blaupause dafür sein kann, wie wir solche Dinge angehen und merken, es gibt eben an vielen Stellen sehr fundamentale gemeinsame Interessen und die herauszustellen, an den Stellen Geschichten zu erzählen, von wie kann das aussehen, dass Menschen eine aktive Rolle in der Transformation einnehmen, wie kann das aussehen, dass Transformation was ist, was allen Menschen in der Stadt, auf dem Land, in den Betrieben zugutekommt, wie kann das aussehen, wenn wir klar machen, dass wenn wir sagen, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen, dass das nicht nur eine Floskel ist, sondern das mit Leben gefüllt ist, dann glaube ich, haben wir eine Chance gegen diesen aktuellen Gegenwind, gegen die, ich würde sagen, gerechten Gegennarrative, die uns überall entgegenschlagen,
anzukommen und dem was entgegenzusetzen. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man das nur immer schön daher sagt, sondern da muss man auch was tun. Und ich glaube, das, was wir da gerade machen, ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen lade ich euch und Sie auch alle ein, gerne dabei zu sein, sich unserer Kampagne anzuschließen. Die heißt Wir fahren zusammen, kann man im Internet finden. Man kann bei den Streiks der Beschäftigten Anfang des Jahres dabei sein und unterstützen und dafür sorgen, dass diese dann auch zum Erfolg führen. Ich finde, das ist ein Beispiel, wenn man sagt, das sagen wir als Grüne ja auch immer, ne, wir brauchen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammen, dann ist das natürlich immer zwei abstrakte Konzepte. Und ich finde es spannend, wo in dieser Kampagne ja ganz konkret an der Frage Verkehrswende, öffentlichen Personennahverkehr, ich sag mal, mit dem Deutschland-Ticket haben wir auf der Ticketseite natürlich einen Riesenschritt, aber die Kollegin Nike Slavik aus dem Bundestag hat vor ein paar Tagen in dem Video mal gesagt, wir brauchen jetzt auch in Deutschland Angebot, ne? Und dafür braucht es natürlich auch Leute, die das fahren und so weiter. Ne? Also da wird es ja sehr konkret. Ich hätte an Sie die Frage, Professor Fischer-Dick, Sie haben das ja auch eingangs angesprochen, dass man diese Punkte verbinden muss für diesen gesellschaftlichen Rückhalt. Haben Sie andere Beispiele dafür möglicherweise, wo man ganz konkrete Momente von mehr Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz in einer Maßnahme miteinander gebündelt bekommt? Ja, gute Frage. Erstmal finde ich diese Initiative super, dass, glaube ich, neue Allianzen gebildet werden müssen. Das gilt zwischen den Klimaaktivisten und den Gewerkschaften, das gilt aber auf vielen, vielen anderen Ebenen. Auch Mona Neubauer hat es ja gerade angesprochen, auch im Industriebereich brauchen wir neue Allianzen zwischen denjenigen, die quasi grüne Produkte herstellen können und die bereit sind, die Produkte dann auch abzunehmen. Also die Automobilindustrie, die Bauunternehmen, aber letztendlich am Ende des Tages auch wir Konsumenten, die dann auch bereit sind, diese grünen Produkte dann auch zu kaufen und möglicherweise auch einen kleinen Aufschlag dafür zunächst mal zu zahlen. Also diese Allianzen sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da sollte uns die Fantasie auch nicht ausgehen, wie man die Menschen zusammenbringt. Und wo gibt es gute Beispiele? Gute Beispiele gibt es natürlich auf der kommunalen Ebene, wenn wir reingehen in die Entwicklung, die gemeinsame Entwicklung von Quartierskonzepten, beispielsweise wirklich in einem partizipativen Ansatz den Versuch zu machen, wie kann ich denn die Energieversorgung im Quartier gemeinschaftlich stemmen? Wie mache ich das so, dass meine Ideen eingebracht werden? Wie mache ich das so, dass am Ende des Tages dass meine bezahlbare Energieversorgung sein wird, dass ich möglicherweise auch mein Kapital, mein Investment mit reinbringen kann, dann profitieren kann von dem, was am Ende die Energieversorgung auch sicherstellt. Also auf der kommunalen Ebene gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann haben wir natürlich die ganze Palette der Bürgerenergiegesellschaften, wo ich auch über Teilhabe dann Teil des Prozesses sein kann, die Energieversorgung grüner zu machen. Also insofern gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir müssen nur, glaube ich, motivieren dafür, dass man die Möglichkeiten aufgreift. Und das ist ein Punkt, den haben wir gerade nur ein bisschen angesprochen. Ich will ihn aber noch ein bisschen deutlicher machen. Wir sind so ein bisschen in der Situation, zumindest mein Gefühl, was aber viele, viele teilen, dass wir gerade auch in der medialen Gesellschaft viele Negativbeispiele immer nach vorne bringen. Und das hat sich in den letzten Jahren wie so ein Dominoeffekt einfach verstärkt. Wir sind in so einer Spirale drin und da müssen wir unbedingt rauskommen. Deswegen fand ich auch den Einstieg von Michael Bus gut, im Wesentlichen sozusagen auf die positiven Dinge mal zu schauen. Und da hat dieses Land da hat dieses Land eigentlich verdammt viel zu bieten. Ich meine, wenn wir mal zurückgucken, wir haben jetzt ungefähr 50% Anteil erneuerbarer Energien im System. Vor 5 oder 10 Jahren undenkbar gewesen. Und ohne, dass die Systeme zusammengebrochen sind. Wir hatten im letzten Jahr im Durchschnitt 12 Minuten Stromausfall. Da lecken sich andere Länder die Finger nach, sowas zu haben, inklusive sozusagen der großen Konkurrenten in Asien und in den USA, die deutlich höhere Stromausfälle haben. Übrigens auch ein gutes Argument für die Industrie in Deutschland zu bleiben, die Systemstabilität. Das ist ein Erfolg, dass die Industrie heute ein ganz anderes Denken an den Tag legt, als das, was wir in der Vergangenheit häufig gesehen haben. Eben nicht mehr die Blockadehaltung, nicht mehr das Argumentieren gegen Klimaschutz, sondern wir sind jetzt Bündnispartner geworden. Wir haben gerade ja Beispiele gehört. Ein Beispiel aus der Vergangenheit, aus den letzten Wochen, ist eine gemeinsame Aktivität von dem VCI, dem Verband der Chemischen Industrie, und WWF pro Ausbau erneuerbarer Energien, pro schnellen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Also wir haben neue Allianzen, wo man eben gemeinschaftlich sieht, dass man vorangehen kann und dass man dieses Land auch nach vorne bringen kann.
Wir haben diese Allianzen noch nicht im Gebäudebereich, wir haben sie noch nicht im Verkehrsbereich. Und deswegen sind eben diese Bündnisse, glaube ich, an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und da haben wir natürlich das Problem, Pauline Brünger hat es jetzt angesprochen, da gehen wir jetzt ins Eingemachte. Wir gehen sozusagen in den Lebensalltag der Menschen rein. Und da ist natürlich die soziale Frage eine, die ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Und da sind natürlich jetzt im Frühjahr, glaube ich, Fehler gemacht worden, vor allem kommunikative Fehler gemacht worden beim Gebäudeenergiegesetz. Und daraus sollten wir lernen und die Klimaschutzfrage mit der sozialen Frage viel, viel stärker verbinden und von vornherein daraus ein konsistentes Politikinstrument machen. Nicht in dem Sinne, dass plötzlich die Klimaschutzpolitik die bessere Sozialpolitik ist. Das wird man nicht so hinbekommen und das sollte auch nicht so sein. Auch nicht in dem Sinne, dass man plötzlich sagt, wir können alles über den Bund oder das Land finanzieren, was an Investitionen anschlägt. Das geht natürlich nicht, aber wir können natürlich den Versuch machen, dass die Gestaltung der Klimapolitik eine sozialverträgliche Gestaltung ist. Und daran sollte man, glaube ich, arbeiten. Und dann kommt, glaube ich, auch automatisch eine größere gesellschaftliche Akzeptanz und auch die Bündnisfähigkeit. Ich möchte ein Beispiel ergänzen, auch wenn ich Moderator bin, weil es gerade anknüpft. Es ist etwas, was wir gerade im Landtag Nordrhein-Westfalen debattieren. Wir nennen das Bürgerenergiegesetz und das, da haben wir vor, dass bei allen neuen Windenergieprojekten sowohl die Standortgemeinden als auch die Anwohnerinnen und Anwohner obligatorisch finanziell beteiligt werden und mit profitieren. Das Ganze ist natürlich immer eine Frage, wie regelt man es im Detail, damit es einerseits halt tatsächlich mehr Menschen aktiv mitgestalten lässt, mehr Menschen auch finanziell davon mit profitieren lässt von der Energiewende, aber gleichzeitig den Ausbau nicht verlangsamt. Das ist dann natürlich dann in der Umsetzung die große Frage. Aber es ist auch ein Versuch an der Stelle dort, wo vielleicht im Konkreten sich Leute unversöhnlich gerade gegenüberstehen, wenn es darum geht, neue Anlagen zu installieren, dort eben Verbündete tatsächlich dafür zu gewinnen. Bei der Frage Allianzen im Gebäudebereich, Mona. Haben wir jetzt natürlich, wir warten da gerade darauf, dass der finale Beschluss vom Wärmeplanungsgesetz des Bundes kommt und wir werden hier in Nordrhein-Westfalen dann gemeinsam mit den Kommunen diese Herausforderung angehen. Ich fand, was Herr Fischedick gesagt hat, sehr spannend, wie kann man das auch kommunal moderieren, sage ich mal, und Menschen unterstützen. Vielleicht kannst du einmal darauf eingehen, was an der Stelle sind Punkte, wie wir uns das vorstellen, dass es in den Kommunen funktionieren kann, weil wir da an der Stelle ja auch wirklich die dringende Herausforderung haben, über diesen Empörungsmoment eigentlich hinauszukommen und eigentlich Menschen dabei zu unterstützen, dass wir echt gute Möglichkeiten haben, an der Stelle auch im eigenen Interesse da voranzukommen. Kommen. Okay, ja. Also ich will mal, ich muss uns leider noch mal allen die Erinnerungen wachrufen, wie diese Republik plötzlich eine Sache hatte, die sie einte. Das war irgendwie, die Wärmepumpe ist der Untergang unseres Wohlstands. Und ich will an der Stelle auch sagen, dass schon einfach festzustellen ist, Verbündete für ein erneuerbare Wärmewende gab es an der Stelle nicht hörbar. So. Und ich will damit nicht sagen, dass es alles super gelaufen ist von Seiten des Bundes. Darum geht es nicht. Aber das war schon auch feststellbar. Da waren wenige, die gesagt haben, das ist ein notwendiger Schritt. Wir müssen es hinkriegen, nicht nur über Wind und Sonne zu reden, sondern die Sektorenkopplung, liebe Freundinnen und Freunde. Was bedeutet das? Und damit komme ich zu deiner Frage. Ich glaube, wir müssen ehrlich sein und sagen, diese Republik wird in den nächsten Jahren sehr von Baustellen geprägt sein. Und das wird alle Menschen in ihrem Komfort beeinträchtigen. Das geht bei denen los, die vielleicht den Parkplatz vor der Tür verlieren, weil da ein Fernwärmeanschluss gelegt wird oder Glasfaser. Das geht bei denen los, die sich plötzlich aus dem, irgendwie war doch gedacht, es geht doch einfach so weiter wie bisher, in Beratung begeben müssen. Was wäre jetzt eigentlich das Klügste? Und genau das zu unterstützen, also diese Selbstwirksamkeit in der Wärmewende für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, gerade im Mittelstand, weil ich meine, die Realität im Mittelstand ist nicht, die haben eine Abteilung, die Executive Engineering macht und sagt, wo sind eigentlich Fördergelder zu bekommen, sondern das macht wahrscheinlich
die Frau vom Geschäftsführer, die die Buchhaltung eigentlich macht und die Lohnbuchhaltung weitergibt an ein Steuerberatungsbüro, die guckt auch noch, wie könnten wir eigentlich für unseren Betrieb, der kein kleiner ist, weil der schafft in diesem Ort eben auch 20 Arbeitsplätze, aber die haben sozusagen große, große Erschwernisse, reinzukommen in Beratungsangebote. Und deswegen hat das wahnsinnig viel zu tun. Und so leicht das ist in der politischen Kommunikation, die großen Ziele an den Himmel zu malen, zu sagen, dahin orientieren wir uns, das ist nötig. Aber genauso wertvoll, wenn nicht wertvoller. Und hier sind ja einige, die auch ganz konkret jeden Tag, weiß ich nicht, im Kreistag, im Stadt- oder Gemeinderat mitarbeiten, dass sozusagen die Relevanz der ökologischen Kraft im demokratischen Parteienspektrum auch Realität wird, diese Mühen der Ebenen, da Pakte zu formen. Also Pakte zu formen, wie es einzelne Kommunen jetzt machen, die den Klimavorbehalt beschlossen haben, bis 2035, bis 2040, 45. Da hat ja jede Kommune oder jeder Kreis so ein eigenes Ding. Netzwerke aufzubauen, in denen man eben die Dinge integriert denkt, weil wir nicht weiterkommen, wenn sich der Energieversorger Gedanken darüber macht, wie könnte ich eigentlich Strom beschaffen und was ist dafür in meinem Verteilnetz notwendig, um die jetzt ermöglichten Photovoltaikanlagen, die auch im Mieterstrommodell immer attraktiver werden, in mein Netz zu kriegen und wie geht es dann eigentlich für mich auf der Stromseite weiter, sondern es muss logischerweise zusammengedacht werden, Energie und Wärme. Und das ist das, was wir im Wirtschaftsministerium gerade sehr konkret in Stakeholder-Gesprächen machen, um zu sagen, unter den Bedingungen des ambitionierten Klimaschutzes, der Energieversorgungssicherheit, wie sie unter den Bedingungen ist, ohne russische Gaslieferungen, einen Industriestandort und einen Energiestandort sozusagen in der Zukunft zu führen, wie sieht das eigentlich konkret aus? Und deswegen machen wir sehr konkret Industriepakte, wo wir mit denen eben nicht nur sprechen, das wäre doch ein tolles gemeinsames Ziel, sondern Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit zueinander setzen. Und dabei ergeben sich dann aus den Gesprächen der unterschiedlichen Betriebsgrößen, der unterschiedlichen Branchen plötzlich so ein, ach interessant, das könnten wir für uns ja auch mal überlegen, weil man muss ja nicht immer alles neu erfinden. Und wenn man glaubt, diese Industrie hat einen Sprecher, der in der Industrie sagt, so machen wir es jetzt, so ist das nicht. Das läuft ja auch noch nicht mal irgendwie bei grünen Kreisverbänden so, dass einer sagt, so machen wir es jetzt, sondern da wird diskutiert. Und dieses Next Practice zu organisieren und zu organisieren, dass wir aber eben auch eine Verbindlichkeit herstellen. Wir machen es über ganz konkret ein Wärmekompetenzcenter, was bei unserer Energy for Climate liegt, wo wir gerade Kommunen und kleine und mittleren Unternehmen anbieten. Wie geht eigentlich, wie könntet ihr euch das mit der Wärmewende ermöglichen? Wir haben Förderprogramme für den Mittelstand aufgelegt aus dem Ministerium, wo wir weg vom Gas, heißt das einfach, das bedeutet, wir beraten ganz konkret mittelständische Unternehmen, sagen wir Bäckereien, darin, wie komme ich eigentlich vom gasbetriebenen Brötchenofen zum elektrifizierten Brötchenofen? Kann ich eigentlich, wenn ich im Verbund in meinem Quartier mit dem, der da hinten noch was produziert, können wir eigentlich viel stärker sozusagen als Konsortien was bewegen? Und das, glaube ich, brauchen wir auch. Wir brauchen Konsortien der Entschlossenheit für Klimaschutz, für Wärmewende. Wir brauchen eine deutliche Unterstützung von Leuten, von denen es nicht erwartet wird. Ich will das nochmal wirklich richtig weit hochhängen. Dass es eine Rollenteilung gibt zwischen dem BUND, dem NABU, Fridays for Future, wie alle sozusagen in ihren Unterschiedlichkeiten heißen, und einer grünen Partei auch in Oppositionszeiten Haken dran. Dass diese Rollenteilung offensichtlicher wird in dem Moment, wo eine Partei in Regierungsverantwortung geht, erleben wir. Und das ist gut so, dass es diese Rollenteilung gibt und dass wir Druck kriegen aus der Zivilgesellschaft. Aber wir müssen uns mit drum kümmern, gerade bei den Dingen, die ganz konkret den Lebensalltag von Menschen betreffen. Erstens politisch so zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich im Lebensalltag von Menschen, welche soziale Auswirkungen hat diese politische Maßnahme eigentlich? Lohnt es sich, ein bisschen weniger Tempo, aber dafür die Möglichkeit der Mehrheit in der Gesellschaft höher zu haben? Und damit sage ich nicht weg von Ambitionen, aber immer im Einzelfall konkret aus dem Alltag der Menschen zu überlegen. Und das andere, wir brauchen den Mittelstand,
Nordrhein-Westfalens. Das ist der Teil der Wirtschaft, wenn wir die Energieintensive nicht hätten, würden Bayern und Baden-Württemberg wirklich gucken, wie sie so gut dastehen wie wir. Wir haben halt sehr viel Energieintensive. Das ist das Rückgrat Nordrhein-Westfalens. Wenn die mit uns zusammen einfordern, dass man eine Infrastruktur für eine klimaneutrale Wärmewende in den Quartieren baut, wenn man mit denen zusammen Antworten liefert auf die Frage, wo kommen eigentlich 70 Milliarden Euro pro Jahr nur für Nordrhein-Westfalen her, um die Transformation zur Klimaneutralität auch finanziert zu bekommen. Wenn wir die an unserer Seite haben, dann haben wir ganz viele, die erstens verstehen, wir machen das nicht, weil wir es irgendwann mal auf Parteitagen beschlossen haben, sondern wir betten das Ganze ein in eine Idee einer Gesellschaft, die zusammenhält. Deswegen, glaube ich, geht es bei der ganzen Frage der Wärmewende, weil sie so wahnsinnig konkret wird, drum Schätze, die da sind, miteinander zu verbinden und darüber auch Überraschungspotenziale zu heben, erleben wir allen Orten in Gewerbe- und Industriegebieten gerade, viel, viel Beratung anzubieten und gezielte Förderung für die, die sich's nicht leisten können, aber eben auch der Mut zu sagen, sorry, Mona Neubauer, du mit deinem Gehalt brauchst keine Unterstützung des Staates, wenn es bei deiner Wärmeversorgung Probleme gibt, sondern das kriegst du alleine hin. Das meint Solidarität. Starke Schultern können mehr aushalten als die, die schwache oder schmale Schultern haben. So, ich hätte zwar noch ganz viele Fragen hier in diese Runde, ich möchte aber Wort halten. Wir sind ein bisschen in Verzug. Dennoch haben wir Zeit für drei Fragen, die wir jetzt einmal aus dem Raum sammeln würden. Und ich muss vorwarnen hier in die Runde, es wird nicht jeder jede Frage beantworten können. Dafür bitte ich auch um Verständnis. Aber wir können das mal sehen, wie wir das verteilen. Wir müssen ein paar Mikros abgeben, glaube ich, damit das funktioniert. Ich nehme gerne Meldungen entgegen. Pauline Brünger beantwortet alle Fragen. Bitte deutlich melden, damit wir es hier aus dem Raum sehen können. Ja, wir nehmen auch Meldungen von Frauen an, das nur als Ermunterung, aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich über Interesse und Fragen insgesamt. So, Merit, fangen wir einmal vielleicht bei dir an. Hi. Dankeschön. Du hältst. Okay. Ich möchte erstmal beglückwünschen zur Zusammensetzung der Runde, weil ich glaube, dass das genau das widerspiegelt, was wir gerade brauchen. Zivilgesellschaft auf wissenschaftlichen Fundamenten zusammen mit industriellen Playern und politischer Orchestrierung, die das ja gerade ermöglicht, da zu sitzen. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Schritt und das hat sich ja, glaube ich, in der Diskussion auch gerade gezeigt. Ich bin persönlich gerade aus fast 10 Jahren Tätigkeit im Nachhaltigkeitskontext in die Energieindustrie gewechselt und habe genau das erlebt, was Sie gerade beschrieben haben und möchte dafür nochmal eine Lanze brechen, denn es geht um die Menschen. Das ist auch das, was Pauline Brünger gerade beschrieben hat. Es geht darum, ob man Angebote hat, mitzumachen. In dem Moment, wo man in einem Betrieb erlebt, wenn man die Köpfe öffnet und Angebote macht zur aktiven Umgestaltung dessen, was man gerade tut, auch wenn das gerade nicht perfekt ist, und das ist doch gar nicht der Anspruch, aber wenn man diesen Moment von All Hands on Deck generiert, ja, alle auf die Brücke, damit alle am gleichen Strang ziehen, dann erlebt man einen wahnsinnigen Zufluss von Ideen, Bereitschaft mitzuhelfen, auch darüber hinaus, was man gerade sonst noch auf dem Schreibtisch hat. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, dass die alten Grabenkämpfe, die vielleicht einige von uns auch noch im Kopf haben, ja, irgendwie die blöden Grünen oder die blöde Industrie oder was ihr macht, ist alles scheiße, da sind wir drüber weg. Und ich glaube, dass diese Erfahrung ganz viele mit uns teilen und vielleicht an noch eine Frage an die Industrie, ob diese Erfahrung, die ich gerade mache, nämlich dass der Fachkräftemangel bei allen denen, die gerade Bewerbungsgespräche führen, auch auf Managementseite, das ist bei meinen Kolleginnen und Kollegen und mir, die Leute einstellen, geht kein einziges Gespräch
ab, ohne die Frage, aber was macht euer Laden denn im, mit Blick auf Nachhaltigkeit, auf Energie- und Warmwende? Da liegt die Chance. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich habe sie ein bisschen an... wir sammeln aber die Fragen tatsächlich und dann, also bitte für 2 Sekunden im Hinterkopf behalten. Einmal nochmal die Meldung. Wir hatten da vorne eine... Genau, wir haben Marion, bei dir 2 Meldungen, vielleicht erst zu deiner Rechten. Leider hören wir das Mikrofon noch nicht. Hallo, mein Name ist Anke Liegmann, ich komme aus Bochum und freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich habe eine Frage, die sich vielleicht an alle richtet. Es fiel der Begriff Wohlstand oder Wohlstandsversprechen, Wohlstandserhalt. Aus meiner Sicht ist es eigentlich nicht möglich, mit dem aktuellen Ressourcenverbrauch weiterzumachen. Das heißt aber auch, dass wir Ressourcen eben insgesamt sparen müssen und vielleicht auch über unseren Wohlstand mal nachdenken müssen und den reflektieren müssen, wenn wir global denken. Und das wäre jetzt eine Frage, wie Sie alle damit umgehen und welche Geschichten Sie dazu erzählen, dass eben die Personen, die gerade nicht mit Wohlstand gesegnet sind, ja am wenigsten Ressourcen verbrauchen und eigentlich, das knüpft so ein bisschen an Bündnisse schließen, was Pauline Brünger erzählt hat, den Nahverkehr quasi aufzuwerten im Klimaversprechen, ne? Also eben eine andere Geschichte zu geben. Und das müsste aus meiner Sicht auch passieren, dass es nicht mehr darum geht, das Wohlstandsversprechen aus der Nachkriegszeit immer weiter fortzuführen und zu sagen, ihr erreicht alle irgendwie diesen Wohlstand, sondern zu klären, dass Ressourcen sparen attraktiv ist. Okay, die Frage haben wir vernommen. Und die dritte und letzte Frage. Ich hatte da noch die Meldung gesehen, genau. Ja, Ralf Lindert, mein Name, ich komme aus dem Kreis Gütersloh. Meine Frage ist sehr ähnlich zu der da eben. Welche Art von Wohlstand können wir uns eigentlich in absehbarer Zeit noch leisten, wenn wir denn klimaneutral werden wollen? Ich denke, da müssen wir auch ehrliche Antworten drauf geben können. Okay, ganz herzlichen Dank. Herr Meyers, würden Sie vielleicht den Einstieg machen wollen zu der Frage Fachkräftemangel? Und die Mikros kriegen wir sogar wieder zurück. Das ist ganz freundlich. Dankeschön. Ja. Erstmal habe ich ja eben gesagt, Daumen hoch, weil ich finde es wichtig, dass man sozusagen auch Cross-Border, würde man vielleicht nennen, auch in so ein Energieunternehmen reingeht, als jemand, der aus dem Nachhaltigkeitssektor kommt, weil wir brauchen das Know-how, wir brauchen diesen Transfer, wir brauchen dieses Miteinander und das sehen wir in unseren industriellen Sektoren zunehmend. Und wir sehen zunehmend, Norddeutsch heißt es ja Purpose, ne? Oder der ein oder andere nennt es auch noch Purpose oder so. Also was ist sozusagen denn das Versprechen, das das Unternehmen mir auch gibt in der Frage von Nachhaltigkeit, in der Frage von guter Arbeitgeber? Und da kann ich mal sagen, wir sehen das zunehmend, auch in unseren industriellen Sektoren. Wir sind aber ganz gut gerüstet aufgrund dessen, dass wir mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die da einen tollen Job machen in den Unternehmen, mit JugendvertreterInnen, die da einen tollen Job machen, hoffentlich auch mit Gewerkschaften, die manchmal einen ganz guten Job machen, dafür sorgen, dass es in unseren Betrieben zumindest mal klare Regelungen, klare Systeme gibt und da auch die Frage von, ja, was ist denn der Sinn und der Zweck dieses Unternehmens oberhalb von, ich erstelle ein Produkt und oberhalb am besten, ich erstelle ein Produkt, das auch noch dazu beiträgt, dass die Transformation gelingt. Was ist da noch obendrauf? Da können wir ganz gut in unseren industriellen Sektoren dienen, von daher geht es bei uns noch, aber wir sehen den Fachkräftemangel natürlich hochziehen und weil eben eine andere Frage da war, ich würde das verbinden wollen, was kann man denn machen und auch an Geschichten erzählen? Dankenswerterweise gibt es in Europa eine starke Aktivität in der Frage ESG oder Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die nutzen wir als GewerkschafterInnen in den Aufsichtsräten doch tatsächlich, um dem Management auch zu sagen, pass auf, wir wollen bei der nächsten Investitionsentscheidung, dass du mehr Solarpanels einsetzt. Das können wir ganz gut machen, da können wir sozusagen direkt und indirekt auch Umweltschutz mitbetreiben. Und wenn man das den Kolleginnen und Kollegen, die draußen an der Tür stehen und klopfen und sie wollen rein, erzählt, dass man hier in einem Unternehmen ist, das auch Beitrag leistet, dann ist das gut. Letzter Punkt zu der Frage.
Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht immer so Feindbilder kreieren. Das ist natürlich, und da dient mein industrieller Sektor natürlich super zu. Ihr habt das ja auch eingangs gesagt, wir sind natürlich auch Probleme mit unseren CO2-Emissionen. Wir haben die stark reduziert. Aber wir sind natürlich schnell auch Feindbild, wenn man das einfach machen will. Und bitte verstehen Sie das nicht als falsch verstandenes oder vergiftetes Dankeschön oder Prädikat. Die Grünen und die Grüne Partei sind diejenigen, die sich am längsten, am intensivsten mit Fragen der Ökonomie und der Ökologie und insbesondere der Ökologie und der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Das heißt, es gibt ein enormes Wissen in dieser Partei, das anderen Parteien manchmal ein bisschen fehlt. Das führt natürlich aber auch dazu, dass man in der eigenen Kommunikation manchmal so ein bisschen drüber ist, weil man eigentlich ja schon klar ist für sich und die anderen auf dem Weg nicht mitgenommen hat. Da würde ich einfach nochmal für werben, das war mein Punkt vorhin, Kommunikation. Ich glaube, dann entsteht auch sowas wie die Wärmepumpenaktion. Wir brauchen Wärmepumpen in unseren Betrieben. Wir würden uns freuen, wenn es schnelle Genehmigungsverfahren gibt, dass man die installieren kann und nicht sozusagen einen Neubauantrag für das ganze Chemiewerk stellen muss, weil man eine Wärmepumpe einbauen will. Und der letzte Punkt geht in die Richtung, was sind denn sozusagen die Wohlstandsversprechen? Ich glaube auch, dass wir sozusagen mit unserem Verbrauch insgesamt runterkommen müssen und auch runterkommen werden. Die Frage, und das ist sozusagen ein zu verhandelnder Moment, was ist denn eigentlich Wohlstand? Wo beginnt Wohlstand? Wo endet Wohlstand und wird zum Luxus? Und wo ist es sozusagen das Existenzminimum? Und wenn man sozusagen aus der Soziologie kommend mit Maslow'scher Bedürfnispyramide und so arbeitet, dann werden wir feststellen, die Menschen können Transformationen auch nur mitmachen, wenn Wohnung, Essen, persönliche Befindlichkeit, Partnerschaftlichkeit gelöst ist, dann kann ich mich sozusagen um die nächste Stufe kümmern. Und wir sollten darauf achten, dass wir unseren Wohlstand nicht so weit reduzieren, dass wir uns nicht mehr mit den Transformationsthemen auseinandersetzen können. Aber ein bisschen runter, glaube ich, können wir schon. Und da müssen insbesondere diejenigen, gehöre ich auch zu, mit höheren Einkommen, mit guten Situationen einen größeren Beitrag leisten als die Kolleginnen und Kollegen, die in der Kasse sitzen und mit kleinen Einkommen arbeiten müssen. Ganz herzlichen Dank. Bei den beiden Fragen nach Wohlstand waren ja jetzt alle angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, aber Mona hatte schon bei mir Interesse bekundet. Okay, es haben alle Interesse bekundet. Pauline Brünger ist angesprochen worden. Mit der Bitte um kompakte Antworten. Mona, möchtest du anschließen? Wir werden auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen, nicht mit unendlichem Wachstum, eine gerechte Welt haben. Deswegen brauchen wir eine unendliche Entwicklung. Das ist differenziert geantwortet. Wachstum, ja oder nein? Es muss uns gelingen, und deswegen habe ich das in meinem Eingangsstatement auch versucht, so deutlich zu machen. Wer, wenn nicht diese von Ideenreichtum geprägte, aus diesem Ideenreichtum, aus dem Verbund von Beschäftigten, Wissenschaft, Industrie, Politik, wer, wenn nicht wir hier, kann es schaffen, die Frage von Ressourcenverbrauch und Wachstum zu entkoppeln? Ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, intelligent zu wachsen. Mein Beispiel dafür ist immer, der Natur gelingt das jedes Jahr, Tag für Tag. Natur wächst, Bäume machen Blätter, die Blätter fallen ab, die Blätter sind weg, die produziert keinen Abfall. Wenn wir hier Chemiestandort bleiben wollen, dann wird es nur gelingen, wenn wir es schaffen, dass unsere Chemieindustrie diejenige ist, die sagt, okay, ohne Kohlenstoff keine chemische Industrie, aber Kohlenstoff im Kreislauf geführt. Das schützt davor, von anderen abhängig und damit erpressbar zu werden. Das ist notwendig wegen der begrenzten Ressourcen. Und Ressourcenleichtigkeit und Circular Economy ist nicht Holzregal im Keller der 80er Jahre, sondern das ist wirklicher Hightech für Industrie, für Wirtschaft. Und es gibt die guten Beispiele in Nordrhein-Westfalen jetzt schon. Wir versuchen mit den bescheidenen, aber selbstbewussten Möglichkeiten eines Ministeriums zu unterstützen, wo wir können, dafür, dass dieser Blick weg vom vorne was reinschmeißen, hinten was wegwerfen, sich ändert in Design von Produkten,
was darauf angelegt ist, keinen Abfall mehr zu erzeugen. Daraus entstehen neue Geschäftsmodelle. Das hat die Entschwefelungsanlage nach dem sauren Regen Klaus Töpfer, Nordrhein-Westfalen, andere Partei, bewiesen. Über Ordnungspolitik und einen Rahmen setzen und klar machen, man muss hier vorangehen und man kann es aber auch, weil in den Maschinen- und Anlagenbetrieben diejenigen sitzen, die diese Entschwefelungsanlagen bauen können, hat Nordrhein-Westfalen die Weltführerschaft in der Technologie Entschwefelungsanlage. Daraus sind Arbeitsplätze hier entstanden, Technologie, die auch an anderen Teilen der Welt dazu beiträgt, dass man anders mit Ressourcen umgeht. Deswegen unendliche Entwicklung als Antwort auf die Frage nach Wachstum und Wohlstand. Pauline, möchtest du anschließen? Kann ich auch machen. Genau, ich gehe auch nur einmal ganz kurz auf diese Wohlstandsfrage ein. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir uns das gar nicht mehr irgendwie fragen können, wäre das nett, mal den Wohlstandsbegriff neu zu definieren. Ich glaube, wir haben den Zwang, den Wohlstandsbegriff neu zu definieren, weil das haben Sie eben gesagt, damit rasen wir gerade gegen die Wand. Und offensichtlich geht es so nicht weiter, wie wir es die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht haben. Und ich finde das kein schlechtes Anliegen zu sagen. Wir glauben, wir wollen Wirtschaftswachstum von Emissionen und von ökologischer Zerstörung entkoppeln. Aber ich finde es auch wichtig anzuerkennen, dass wir das gerade noch nicht tun. Und ich glaube, das kann man nicht dadurch rechtfertigen, dass man sagt, wir glauben, wir hoffen, wir wollen, dass das irgendwann besser wird. Und ich finde, man kann in diesen Jahren, in diesen Zeiten sehen, dass wir leider an sehr vielen Stellen im politischen Entscheidungsprozess auch immer wieder Entscheidungen sehen, die eben sich diesen alten Mustern weiterhin bedienen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, die vergangenen Jahre, die Debatte über Energiesicherheit, über Versorgungssicherheit, an vielen Stellen ja wirklich eine relevante Debatte, wo wir auch als Klimabewegung uns nicht dagegen gewehrt haben, dass teilweise Entscheidungen getroffen worden sind, die im Kern erstmal nicht ökologischer Natur waren, sondern eben es darum ging, genau diese Versorgungssicherheit herzustellen. Und gleichzeitig finde ich, ist es da aber auch wichtig zu differenzieren, und das nicht so pauschal als Argument immer über ökologische Bedürfnisse zu stellen und zu sagen, das sind Dinge, die immer über allem stehen, weil da geht es ja nicht um die Energieversorgung von unseren Privathaushalten, da geht es ja nicht um die Energieversorgung von öffentlicher Infrastruktur, sondern da geht es am Ende um die Energieversorgung von Industrie und ich würde sagen, viel von in der Industrie, wo ich sage, das ist gut, dass wir die haben und in aller Ehrlichkeit, viel Industrie in Deutschland, die gerade auch ganz schön viel oder die in Europa auch ganz schön viel Schrott produziert, wo ganz schön viele Dinge produziert werden, wo ich sage, brauchen wir das in Zukunft wirklich noch, wenn die Ressourcen so knapp sind, wenn sich so viel verändern muss. Und ich glaube, da gehört zur Ehrlichkeit auch darüber zu reden, wo sind auch Einsparpotenziale, über die wir gerade uns nicht trauen zu sprechen. Und gleichzeitig möchte ich nur noch eine Sache dazu sagen. Ich verstehe auch trotzdem, warum wir das nicht machen, an vielen Stellen, und zwar, weil ich würde nochmal auf dieses Beispiel Bedürfnispyramide eingehen. Es ist ja gerade nicht so, dass es ein realistisches Szenario ist, dass wir so viel unseren Wohlstand einsparen, dass die Menschen in Deutschland allesamt irgendwie nicht mehr ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben und wir dann nicht mehr über ökologische Transformation reden können. Die Situation, die wir gerade haben, dass sehr viele Menschen in Deutschland jetzt schon ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt haben und sich nicht sicher fühlen, dass sie sich jetzt akut Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, dass sie sich jetzt akut Sorgen darum machen, wie sieht es mit dem Geldbeutel am Ende des Monats aus, dass sie sich jetzt akut Sorgen darüber machen, wie sieht denn ihre Zukunft noch aus. Und ich habe das Gefühl, wenn wir diese Debatten führen wollen, dann müssen wir an dieser Stelle erstmal richtig, richtig gründlich absichern. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen Sicherheit haben in ihren Jobs, im privaten Leben, in ihrer Bildung. Und ich glaube, dann können wir es auch wagen, Debatten darüber zu führen, an welchen Stellen ist es denn vielleicht auch einfach zu viel. Und ich finde, beispielhaft haben wir in den letzten Wochen viel diese Debatten über so Privatjets auf Social Media, ne? Da gab es diese Doku, wo diese ganzen schlimmen Zitate dann veröffentlicht worden sind, von Leuten, wo man gemerkt hat, denen ist es wirklich komplett Schnuppe, was passiert. Enorm, total energieintensiv und total emissionsintensiv. Und dann ist es da vielleicht die Debatte, naja, wollen wir wirklich, dass diese Leute sich dann mit all ihrem Geld am Ende vielleicht
sich leisten können, wirklich sehr teuren, sehr knappen Wasserstoff dafür zu nutzen, um das immer noch zu machen? Oder gibt es nicht da auch Momente, wo wir sagen müssen, naja, das sind Dinge, von denen wir uns verabschieden. Das hat einfach in einer neuen Gesellschaft keinen Platz mehr. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, darüber zu reden, wo ziehen wir solche Grenzen? Und ich glaube, das ist keine Debatte, vor der wir uns verstecken dürfen. Vielen Dank, Pauline. Professor Fischer, keine Angst, es sind keine 90 Minuten Vorlesung, sondern ich würde auf die drei Begriffe, die gekommen sind, ganz, ganz kurz eingehen. Nochmal Wohlstand bin ich bei dem, was gerade gesagt worden ist. Wir müssen uns, glaube ich, schon Gedanken machen, wie messen wir denn Wohlstand eben nicht nach rein ökonomischen Kenngrößen, sondern auch in Größen wie Lebensqualität, wie Sicherheit, wie sozialer Frieden. Ich glaube, die Debatte müssen wir weiterführen. Zweites Stichwort, was ja gekommen ist, Wachstum. Hier hätte ich einen leicht anderen Zungenschlag. Ich glaube schon, dass wir Wachstum, mindestens aber Wertschöpfung brauchen, um diesen Transformationsprozess auch finanzieren zu können. Denn das sind erhebliche Investitionen, die notwendig sind und die müssen irgendwo erwirtschaftet werden. Insofern werden wir nicht darum hinkommen, auch uns mit dem Wachstum auseinanderzusetzen. Dritter kurzer Begriff, Ressourcenverbrauch. Da will ich mal mit einer Zahl kurz antworten. Wir haben einen durchschnittlichen Ressourcenverbrauch global irgendwo der Größenordnung von 10 bis 11 Tonnen pro Kopf und Jahr. Das heißt, jeder von uns, hier in Deutschland wahrscheinlich ungefähr das Doppelte, hat einen LKW als Rucksack. Und zwar jedes Jahr kommt ein neuer Rucksack hinzu in der Größe eines LKWs. Und das ist, glaube ich, schon allein ein gutes Beispiel dafür zu sagen, mit dem Ressourcenverbrauch kommen wir nicht weiter. Und das sind Nahrungsmittel natürlich, das ist Energieträger, der allergrößte Teil sind aber mineralische Rohstoffe, die in Infrastrukturen, in Gebäude gehen und vieles andere mehr. Insofern ist es auch kein Wunder, dass wir unsere planetaren Grenzen in diesem Bereich überschreiten. Also wir müssen was tun. Was kann man tun? Man kann sozusagen versuchen zu lenken über ein europäisches Emissionshandelssystem, beispielsweise über Preise zu lenken. Man kann versuchen, über Technologien zu lenken. Circular Economy ist angesprochen worden. Und Circular Economy fängt ja nicht ganz hinten an beim Recycling, sondern Circular Economy fängt ganz vorne an beim Design von Produkten und natürlich auch bei der wichtigen Ebene des nachhaltigen Verhaltens. Und auch das ist ja angeklungen, auch da ist natürlich noch viel, viel Luft nach oben. Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie man plötzlich 20% Gas einsparen kann in der Industrie, aber auch in den Haushalten über ein kollektives Nachdenken über das eigene Verhalten, preisgesteuert, klar. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder in die Gegenrichtung gehen, weil die Preise gesunken sind. Aber Möglichkeiten, sich sozusagen verhaltensbedingt zu verändern, sind ja da. Nur jetzt kommt der Nebensatz. Man muss Verhaltensänderungen eben auch ermöglichen. Das heißt, man muss die Leute in die Lage versetzen, dass sie zum Beispiel den ÖPNV nutzen können. Und ich komme ja auch aus Köln und weiß, wie teuer der ÖPNV ist. Und dann ist es auch noch schlecht, also eine ganz ungünstige Kombination. Also insofern muss man den Menschen ermöglichen, dass sie sich anders verhalten. Das geht über den Kauf von hochqualitativen und klimaverträglichen Lebensmitteln hinaus. Und da könnte man die Latte jetzt oder die Beispiele jetzt unendlich lang machen. Das will ich kurz vor der Mittagspause nicht tun. Also den Menschen auch ermöglichen, dass sich anders verhalten. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Und wenn ich morgens Brötchen hole, mache ich das zu Fuß. Ich sehe immer wieder Menschen mit panzerähnlichen Autos, die 200 Meter zum Bäcker fahren. Und da sollte man sich schon überlegen, wie man das vermeiden kann. Da war noch ganz viel drin, was wir in dieser Runde nicht mehr aufgreifen werden, sondern stattdessen im Anschluss an die Mittagspause in 13 Themenforen vertiefen werden, in unterschiedlichen Kombinationen und Konstellationen. Aber ich würde einmal ganz kurz diesen Punkt, bevor es für uns in die Mittagspause geht, erklären wollen, solange die Aufmerksamkeit noch da ist. Alle haben, die sich angemeldet haben, ja auch eine Info bekommen per E-Mail, in welchem Themenforum man gelandet ist. Und wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, in welchem Themenforum ihr seid, bitte geht nicht in irgendeins. Wir haben sehr viele Anmeldungen und räumlich begrenzte Kapazitäten. Fragt bitte beim Infostand nach, bei welchem ihr seid. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es auch eine Raumänderung gab für das Themenforum Klimaanpassung. Das findet jetzt im Clubraum Rheinland statt. Da muss man erst runter ins Landtagsrestaurant gehen und dann so einen U-Turn machen. Ja, rechts rum und dann auf der linken Seite.
Es gibt auch viele Leute, die helfen, im Zweifel zum Infostand gehen, aber wir haben auch Klimafolgenanpassung, genau. Richtig, danke für den Hinweis, Mona. Wir haben dementsprechend, wie dort angeschlagen ist, ein ganz, ganz breites thematisches Feld aufgemacht mit diesen Themenforen, und ich möchte ausdrücklich auch nochmal allen Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen danken, die diese Themenforen anbieten und ja, mit Ihnen und euch dann gleich und weiteren Expertinnen und Experten in die weitere Diskussion gehen. Dann möchte ich jetzt ganz herzlich dieser Runde danken für den Austausch, fürs Dabeisein, für die Debatte und die herzliche Einladung, auch noch gemeinsam mit uns Mittagspause zu machen und vielleicht auch noch für Gespräche im informelleren Raum zur Verfügung zu stehen. Da stehen natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Landtagsfraktion im Vorfeld der Themenforum noch zur Verfügung. Und genau, dann machen wir jetzt Pause bis 14.15 Uhr und um 14.15 Uhr bitte alle versuchen, in den Räumen zu sein. Der Landtag ist groß, also vielleicht 5 Minuten einplanen für den Weg. Und dann sehen wir uns gleich in den Themenforen und danach um 16 Uhr wieder hier zum Abschluss.